Ja, herzlich willkommen zu einer Wahlcheck-Saison der ganz besonderen Art heute hier in der Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn. Ich freue mich, dass Sie live mit dabei sind und heute Abend zuschauen werden bei einer Premiere. Ja, die ist ganz anders, wie wir das sonst erlebt haben, mit 500 Zuschauern. Heute schauen wir mal ein bisschen in den leeren Saal hinein, ohne Zuschauer. Selbst die Kameraleute sind absondert und hinter den Kulissen aktiv, alles nach strengen Hygienevorschriften. Den Wahlcheck, den kennen Sie natürlich. Unsere siebte Saison bereits seit 2009 führen wir den durch. Beispielsweise waren zu Gast Frank-Walter Steinmeier, Gregor Gysi, Sarah Wagenknecht, Herr Schäuble, unser Bundestagspräsident, Herr Westerwelle war dabei, Herr Lindner war dabei. Also wir haben viele prominente Politiker hier begrüßen dürfen. Sie sehen, aus fast allen ist etwas geworden. Wir sind gespannt, wie das bei Ihnen der Fall sein wird. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Susanne Eisenmann. Hallo, guten Abend. Ja, es ist der 29. Wahlcheck insgesamt und wir haben also heute mal auf Abstimmungen verzichtet, logischerweise, weil niemand da ist und es wird auch ein bisschen billiger für den Veranstalter, unsere Kreissparkasse. Wir machen immer einen schönen Umtrunk anschließend mit unseren Lesern. Die fehlen uns tatsächlich heute Abend für unsere Gespräche auch mit den Politikern anschließend. Ich möchte mich ganz besonders bedanken jetzt zum Start unserer Serie an all denjenigen, die es möglich gemacht haben, dass wir überhaupt heute diese Veranstaltung durchführen können. Das Organisationsteam bei mir um Sarah Fulte, Heike Neureuther und um Alexandra Becker, natürlich auch alle von Stimme TV, denn die sorgen für die reibungslose Übertragung am heutigen Abend. An der Spitze Manuel Mayer, Marcel Remmele und Matthias Bitsch. Und wir haben natürlich auch mit dem Herrn Donauer jemand aus der Politikredaktion, der hier die Einspielfilme mit betreut hat. Arthur Czerwa hat das Ganze vertont und Michael Schwarz, den kennen Sie wiederum, unseren Chefkorrespondent Landespolitik, hat uns bei der Vorbereitung entsprechend unterstützt. Dank natürlich an die Sparkasse, gar keine Frage, und vor allen Dingen auch ans Ordnungsamt der Stadt Heilbronn, mit der das Hygienekonzept entsprechend auch umgesetzt wurde. So, das war die Vorrede. Jetzt wollen wir natürlich wissen, mit wem haben wir es heute Abend zu tun, und das kennen Sie, unseren kurzen Einspielfilm zur Vita von Susanne Eisenmann. Film ab, liebe Kollegen. Susanne Eisenmann wird am 28. November 1964 in Stuttgart, Bad Cannstatt, geboren. Sie wächst mit einem jüngeren Bruder im Stadtteil Heumaden auf. In Stuttgart besucht sie die Grundschule, macht das Abitur und studiert Germanistik, Linguistik und Politikwissenschaften. Mit 16 Jahren wird sie Mitglied der Jungen Union. Ihre erste politische Erfahrung? Sie setzt sich für die Sanierung eines Sportplatzes ein. Wenig später wird sie Büroleiterin von Günther Oettinger, dem späteren Ministerpräsidenten. 1994 wird Eisenmann außerdem in den Stuttgarter Stadtrat gewählt. Ab 2005 ist Susanne Eisenmann 11 Jahre lang Bürgermeisterin in der Landeshauptstadt, verantwortlich für Kultur, Bildung und Sport. 2016 wird sie Kultusministerin in der grün-schwarzen Regierung. Sie schafft Projekte der grün-roten Vorgängerregierung wieder ab, etwa das Schreiben nach Gehör. Nach anfänglichem Zögern will Eisenmann gegen ihren langjährigen Parteifreund Thomas Strobel antreten. Auf dem Parteitag in der Heilbronner Harmonie im Jahr 2019 wird sie fast einstimmig zur Spitzenkandidatin gewählt. Während der Corona-Pandemie setzt sich Eisenmann mehrfach für die Öffnung von Schulen und Kitas ein. Wegen hoher Infektionszahlen und der Angst vor einer Ausbreitung der britischen Mutation wird daraus im Januar und Anfang Februar jedoch nichts. Privat liest die 56-Jährige gerne Krimis und feuert den VfB an. Seit 2011 ist sie mit Christoph Dahl verheiratet. Nun will Eisenmann die erste Frau an der Spitze Baden-Württembergs werden. Doch eine Umfrage der baden-württembergischen Zeitungen zeigt, ein Drittel der Bürger kennt Susanne Eisenmann nicht. Noch bleibt Zeit, das zu ändern. Womöglich schon heute. Beim Stimme-Wahlcheck. Ja, schön, dass Sie da sind, Frau Eisenmann. Ich glaube, über Ihre Vita haben wir schon viel gehört. Wann haben Sie sich denn erstmals damit beschäftigt, Spitzenkandidatin zu werden? Wie reift denn so ein Gedanke heran? Das kriegen wir in der Öffentlichkeit gar nicht so mit, der Prozess, dass man sagt, Mensch, ja, doch, möchte ich machen. Naja, zunächst mal ist es was tatsächlich, wo es nicht den Auslöser gibt oder das Ereignis. Ich wurde 2016 Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg, ein toller Job.
Und im Verlauf der folgenden Jahre gab es viele, die sagten, hast du nicht Lust, mehr Verantwortung noch zu übernehmen? Das ist ja ein Diskussionsprozess innerhalb einer Partei, wo man sich intern abstimmt. Und so wächst es nach also Zeit um Zeit, nach um nach. Und deshalb ist es nichts, was plötzlich kommt, sondern in was man ein Stück weit hineinrutscht. Wir haben ein bisschen im Archiv gekramt, logischerweise, weil wir wollen das Ganze ja auch ein bisschen auflockern. Das habe ich bei den Fotos gesehen. Wo haben Sie denn die her? Ja, wir haben ein tolles Team, muss ich schon sagen, die hier recherchiert haben. Auch unser Archiv war mit dabei und sehr interessant, muss man immer wieder sagen. Und da das Publikum uns ein bisschen fehlt natürlich, haben wir noch tiefer in der Archivkiste gekramt. Und wir haben Sie nämlich schon mal gefragt, ob Sie nicht auch mal Ministerpräsidentin oder Spitzenkandidatin werden wollen. Und ich glaube, Sie können sich auch erinnern, wann das war. Da haben Sie sich noch ein klein bisschen bedeckt gegeben, aber es war auch ein ganz anderes Ambiente hier als hier. Liebe Kollegen, Film ab bitte. Jetzt überlegt ja der Ministerpräsident, ob er noch einmal kandidiert bei der nächsten Wahl. Und bei der CDU will man ja Frauen in den Fokus setzen, auch der Landesvorsitzende, der Thomas Strobel. Wäre denn so eine Kandidatur als Spitzenkandidatin für die Frau Eisenmann erstrebenswert? Also zunächst mal, was erstrebenswert ist, muss man sich dann immer gründlich überlegen. Aber ich arbeite zurzeit intensiv an einem Maßnahmenpaket, um die Unterrichtsversorgung zu verbessern und nicht an meiner Bewerbungsmappe. Aber so ganz ausschließend, wenn jemand sagt, solle sie das machen, das ist nicht, oder? Ja, das stellt sich zurzeit gar nicht. Wir haben jetzt noch eine ordentliche Strecke vor uns in dieser Legislaturperiode. Und da wollen wir gute Arbeit machen. Mir ist es wichtig, dass wir gute Bildungspolitik machen. Und deshalb, darauf konzentriere ich mich. Jetzt habe ich gedacht, Sie sagen ja, wenn man Ihnen schon so einen schönen Krug da vorne nachstellt. Aber Sie sagen nichts. So ganz einfaches Leben, nicht? So ganz einfaches Leben. Ja, so ganz einfaches Leben. Nicht? Wie muss man sich das vorstellen? Damals bei Stoiber und Merkel, da gab es ja dieses berühmt-berüchtigte Frühstück. Ich glaube, in Wolfratshausen war das, glaube ich. Waren Sie zum Frühstück hier in Heilbronn beim Thomas Strobel oder wie ist das? Nein, nein. Der Thomas Strobel und ich kennen uns ja seit unendlich vielen Jahren, sind in der Jungen Union zusammen durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Also für vieles gekämpft, miteinander, auch mal inhaltlich gegeneinander. Und wir haben frühzeitig miteinander darüber gesprochen, was er sich vorstellt, was ich mir vorstelle, was man sich überhaupt vorstellen kann. Das war ein längerer Prozess und in sehr enger Abstimmung, also viel enger, wie medial manchmal der Eindruck entstanden sein mag. Aber es gab jetzt nicht das Frühstück oder das Mittagessen. Das war auch da ein längerer Prozess und ein gutes Miteinander, wofür ich ausdrücklich dankbar bin. Was überrascht Sie denn im bisherigen Verlauf des Wahlkampfs, der natürlich ein ganz anderer ist, als wir ihn in den vergangenen 15 Jahren erlebt haben? Also er ist wirklich ganz anders, aber zunächst mal natürlich durch die äußeren Umstände. Es fehlt, so wie jetzt hier, das Publikum, das reagiert, haben keine Präsenzveranstaltungen, es ist alles digital. Ich will damit nicht sagen, besser oder schlechter, es ist anders. Und das ist eigentlich das, was den Wahlkampf am stärksten prägt. Ansonsten ist ein klassischer Wahlkampf, kann man schon sagen. Man ringt um die besten inhaltlichen Konzepte, was auch notwendig ist. Wir leben in einer Demokratie, da geht es um die besten Konzepte. Aber das ist eigentlich der stärkste Einschnitt, festzustellen, dass der direkte Kontakt nahezu nicht möglich ist. Nun ist ja so ein Kultusminister oder eine Kultusministerin immer der Prellbock in jeder Regierung, das ist nichts Neues. Hätten Sie sich nicht einfacher machen können als Spitzenkandidatin, dass Sie sagen, Mensch, ich mache, was weiß ich, Fraktionsvorsitzender oder ein anderes Ministeramt, um mehr Attacke machen zu können, weil Sie sind ja oft Zielscheibe der Kritik. Ja, also das Leben ist mal zunächst kein Wunschkonzert und ich teile die Einschätzung auch nicht ganz. Ich habe das größte Ressort in der Landesregierung. Ich habe ein Jahresetat von knapp 13 Milliarden, bin zuständig für Bildung, für Betreuung, für Sport, für Jugend. Das sind vielfältige Themenfelder, wo ich gestalten kann. Und vor dem Hintergrund ist es mir sehr recht, dass ich ein Ressort vertreten kann, in dem ich was bewegen kann, wo ich Verantwortung übernehmen kann. Das ist mir jetzt lieber, ich will jetzt keinem anderen Ressort zu nahe treten, aber ich glaube, da können Sie eigentlich am deutlichsten Politik machen und das ist das, was momentan auch liegt und deshalb habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Also die Diskussion, die
verfängt bei mir gar nicht. Wird man immer wieder gefragt, ob es nicht attraktivere Jobs gibt, finde ich nicht. Aber hat jemand aus der Partei mal gesagt, Mensch, Susanne, du oder sie oder wie auch immer. Aber wir sind in der Partei schon. Ihr seid alle per Du, das ist schön. Wäre es nicht besser, Fraktionsvorsitzende gewesen zu sein? Weil dann ist man ja raus aus der Regierung und kann ja eigentlich auch den Ministerpräsident ganz anders angehen in so einer Wahlauseinandersetzung, wenn man Teil des Regierungsteams ist. Also zunächst mal an dieser Stelle herzliche Grüße an den Fraktionsvorsitzenden der CDU, Wolfgang Reinhardt. Wolfgang, musst du keine Sorgen machen. das Problem ist, oder was heißt die Frage ist immer, eigentlich ist ja die Frage, kann ich aus der Regierung heraus, wie mache ich da Wahlkampf? Weil natürlich auch der Fraktionsvorsitzende der CDU ist Teil der Regierung, also der Regierungskoalition. Und Teil des Miteinanders von Grün und Schwarz. Und vor dem Hintergrund ist es für mich ein bisschen eine theoretische Diskussion. Ich bin froh, ob des Amtes, das ich habe. Wie gesagt, Bildung ist auch das Amt, was immer, da haben Sie recht, am meisten Diskussionen auslöst. Ich habe 15 Kolleginnen und Kollegen Kultusminister, die erleben alles Gleiche, egal ob sie vor einer Wahl stehen oder nicht. Bildung treibt die Menschen um, emotionalisiert, ist ja auch gut so. Es geht ja um die Zukunft unserer Kinder und deshalb, nee, ich bin sehr zufrieden mit meinem Job und empfinde ihn auch nicht als Belastung. Jetzt haben wir hier gerade das grüne Licht gesehen, die Kameras machen das alles voll elektronisch, das ist wunderschön. Apropos grün, Sie kandidieren im Wahlkreis in Stuttgart, Wahlkreis 2 gegen Winfried Herrmann. Also das ist natürlich auch schon mal eine richtige Herausforderung, da das Direktmandat zu gewinnen. Ich glaube, letztes Mal war da deutlicher Abstand, obwohl Sie in einem anderen Wahlkreis waren. Ist das Ihr erklärtes Ziel, das? Also ich selber habe letztes Mal gar nicht kandidiert. Ja. Ich bin ja, meine Berufung als Ministerin kam aus dem Amt der Bürgermeisterin in Stuttgart. Ich habe gar nicht für den Landtag kandidiert. Ich trete dort an. Warum trete ich dort an? Ich trete dort an, weil ich da aufgewachsen bin, weil ich da zur Schule gegangen bin, in Vereinen bin, war. Ich lebe heute dort. Da bin ich zu Hause. Da kenne ich die Menschen, da kenne ich das Umfeld. Und wissen Sie, auch die Diskussion gab es, soll sich die Spitzenkandidatin nicht den Wahlkreis suchen, der vermeintlich sicher ist, Gmäts Wiesle, wie der Schwab sagt. Also erstens gibt es bei Wahlen selten Gmäte Wiesle. Aber ganz ehrlich, nee, das ist mir nicht aufrichtig genug und ich hätte es auch nicht erklären können. Ich trete da an, wie gesagt, wo ich zu Hause bin, schon immer zu Hause war und da kenne ich die Menschen, da kenne ich die Bedürfnisse, da kenne ich die Probleme und die Herausforderungen und deshalb, ich bleibe schon ehrlich und bleibe da, wo ich zu Hause bin. Apropos Herausforderungen. Klar natürlich, dass der Beginn Corona ist. Es ist schon interessant, wenn man ein bisschen zurückblickt. Wir haben vor 10 Jahren hier die Wahlchecks gemacht unter ganz anderen Voraussetzungen. Damals war es das Duell Kretschmann-Mappus und da hat sich alles um Fukushima gedreht und noch um den NBW-Aktiendeal. Es hat alles überlagert beim Landtagswahlkampf. Vor 5 Jahren saßen wir hier mit Herrn Kretschmann in der Auseinandersetzung mit Guido Wolf. Damals war das Flüchtlingsthema das alles bestimmende Thema, auch kein Landesthema per se. Heuer ist natürlich Corona, das zwar kein Landesthema ist, aber riesige Auswirkungen auf das Land hat, auf die Landespolitik insgesamt. Wir haben jetzt die jüngsten Beschlüsse der vergangenen Woche gehört und immer mehr kommt jetzt auch so ein bisschen kritische Stimmen auf. Was glauben Sie, wie lange hält diesen Spannungsbogen, diese Spannung und diese Anspannung die Republik aus? Also das ist tatsächlich eine entscheidende Frage. Natürlich spürt man viel Ungeduld in der Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich mache viel Digitalveranstaltungen. Da ist es, wie Sie richtig sagen, das alles überlagernde Thema. Und natürlich ist Ungeduld spürbar. Wann ist das jetzt endlich weg und wie geht es weiter? Und um es ganz ehrlich zu sagen, also von mir aus kann Corona auch weg. Von mir aus hätte es gar nicht kommen müssen. Aber die Pandemie hat uns überrollt und beschäftigt uns jetzt seit fast einem Jahr. Und zum einen muss man sagen, wir haben ja Licht am Ende des Tunnels. Wir haben einen Impfstoff, wir haben Impfstoffe und wir werden noch eine Zeit brauchen. Ich weiß, schwierige Diskussion, aber es gibt Impfstoffe und das ist schon mal ein gutes Zeichen der Hoffnung. Aber die Ungeduld wird größer, weil natürlich, man muss sehen, vielen Menschen es auch an die Existenz geht, wirtschaftlich an die Existenz. Gastronomen, Hoteliers, der Handel, das sind natürlich schon tiefe Einschnitte. Und das sind ja nicht nur Branchen, das sind ja Menschen, das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Lebensunterhalt verdienen. Und da spürt man eine gewisse Unruhe, die ist definitiv vorhanden und die kann ich auch verstehen. Politisch muss man darauf achten, dass man
die Akzeptanz tatsächlich nicht verliert. Das muss man sich im Klaren sein und das geht nur, indem man zum einen erklärt, warum man was macht und auch deutlich macht, dass man Strategien weiterentwickelt. Wir haben hohe Hygieneauflagen, die werden uns auch noch länger begleiten, da bin ich überzeugt davon. Und ich glaube, dass man Strategien auch anpassen muss an Veränderungen. Ich meine damit das Virus, das mutiert, das uns nochmal vor veränderte Herausforderungen stellt. Deshalb ist es wichtig, dass wir eine veränderte Teststrategie brauchen. Wir müssen viel mehr testen. Wir müssen testen, um Infizierte von Nicht-Infizierten zu trennen, um dann schrittweise auch öffnen zu können. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht auf einmal. Aber dass die Menschen auch Perspektive haben wollen, hören wollen, wann man was öffnen kann, das ist nachvollziehbar und das sollten wir auch ernst nehmen. Ich glaube, genau die Perspektive, die Sie angesprochen haben, ist auch das, was die Menschen umtreibt. Wir merken das ja auch in vielen Leserbriefen und in den Kommentarspalten, auch in Facebook und in Social Media. Man hat immer auf die 50 hinzugearbeitet, wenn dann vor einer Woche man sagt, Mensch, wir sind auf dem Berg Richtung 50 und plötzlich nach der nächsten Wegkehrung kommt jetzt der nächste Berg. Das heißt, die neue 50 ist 35. Guido Wolf hat, glaube ich, heute oder gestern gesagt, wir müssen jetzt langsam aufpassen, dass wir mit den Zahlen nicht irgendwie gerade das Gegenteil erreichen. Sind Sie auch der Meinung, dass dieses sklavische Festhalten an diesen Inzidenzzahlen vielleicht letztlich kontraproduktiv ist? Ja, ich will es nicht verniedlichen, aber man muss immer ein bisschen aufpassen. Das ist manchmal wie bei Kindern. Ich kenne das, wenn man selber Kinder hat und in Urlaub fährt und die Kinder quengeln, wann sind wir endlich dort, zu sagen, noch eine Kurve und noch eine Kurve und dann stellst du irgendwann fest, die nehmen gar kein Ende, die Kurven. Das ist schwierig, weil das irgendwann das Vertrauen ein Stück weit erschüttert. Ich sage es offen, ich bin auch nicht glücklich in der Hinsicht, dass man den Menschen den Eindruck vermittelt. Erst ist 50 der Maßstab. Wir haben strengen Lockdown, was auch richtig ist, weil die Infektionszahlen sinken müssen. Sie sinken auch. Jetzt ist man unter 50, in Deutschland weitgehend, in Baden-Württemberg sowieso. Jetzt sagt man 35 und wir haben die Tage auch Bürgerinnen und Bürger gesagt, ja, und dann sind es 10 und so weiter. Dadurch entsteht tatsächlich der Eindruck, man schiebt es immer weiter nach hinten, weil man ratlos ist. Das ist aber, glaube ich, nicht die Begründung. Und deshalb, ich teile die Einschätzung von Guido Wolf, dass man vorsichtig sein muss, weil man es erklären muss. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das sklavische Festhalten ausschließlich an Inzidenzwerten zu überdenken ist. Damit meine ich aber nicht. Wie würden Sie es dann machen, wenn Sie sagen, das ist klar? Ja. Ich hab das ja schon mal gesagt, weil ich glaube, dass Inzidenzwerte allein, die natürlich sinken müssen, Gesundheits- und Infektionsschutz ist existenziell, aber ich glaube, dass wir statt darüber hinaus hohe Hygieneauflagen brauchen und wir brauchen, ich sagte es eben schon, eine strukturelle Teststrategie, eine veränderte Teststrategie, die testet, anlasslos, Antigene Schnelltests. Jeder kann sich testen lassen, der mit Menschen Begegnung hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns ermöglicht, wieder Schritt für Schritt Perspektive durch Öffnung zu eröffnen. Und das muss ergänzend sein zu Inzidenzwerten. Und ich glaube, dass man diese Diskussion jetzt dringend führen muss, in aller Ruhe, in aller Sachlichkeit, in aller Verantwortungsbewusstheit, aber man muss sie führen. Und ich kann nicht immer nur sagen, wir lassen nochmal zu und nochmal zu und nochmal zu. Das wird als Erklärung nicht ausreichen. Muss man nicht auch ein paar Entscheidungen dann einfach treffen, die vielleicht gegen die bundesweiten Vorgaben letztlich und endlich stehen? Wenn ich jetzt die Ausgangssperre anschaue, wir sind hier in der Stadt Heilbronn, hier ist Ausgangssperre, wir müssen also rechtzeitig fertig werden heute Abend. Wenn Sie in den Landkreis rauskommen, da ist keine Ausgangssperre 500 Meter weit entfernt. Ich habe gedacht, Sie haben sich um eine Ausnahmegenehmigung bemüht. Ja, ich hätte ja eine, ne? Das haben Sie wahrscheinlich auch. Aber wir sind ja die normalen Bürger, liegen mir natürlich am Herzen. Die verstehen es natürlich nicht innerhalb von 500 Meter. Und das sind natürlich so Punkte, wo man sagen müsste, das muss man doch eigentlich ändern. Das könnte man doch auch ändern von der Landesseite aus, oder? Naja, es ist tatsächlich so, dass es natürlich immer ein Ringen ist. Ich glaube schon, dass es vom Grundsatz her richtig ist, dass man bei den zentralen Themen, also die Frage, wann öffnet man was, abgestimmt in Deutschland vorgeht. Was auch schwierig wäre zu sagen, beispielsweise in Baden-Württemberg wäre alles geschlossen, in Rheinland-Pfalz wäre das meiste offen. Das würde natürlich einen Grenztourismus zwischen den Ländern hervorrufen, der natürlich dazu im Zweifel beiträgt, dass das Infektionsgeschehen wieder zunimmt. Und das ist das Problem. Und deshalb glaube ich, dass es gut ist, sich auf Bundesebene über die großen Linien abzustimmen.
Aber ich halte es genauso für richtig, dass Länder analog zum eigenen Infektionsgeschehen und übrigens auch analog zu Teststrategien dann auch schrittweise darüber hinaus eigene Entscheidungen treffen. Das verträgt der Föderalismus, aber die grundsätzliche Abstimmung deutschlandweit halte ich insgesamt schon für richtig. Aber wie gesagt, trotzdem haben Länder Spielräume, die sie auch ausnützen sollten und müssen. Und die Ausgangssperre in Baden-Württemberg hatten wir die strengste, bis der VGH sie gekippt hat. Jetzt gibt es das Heruntergebrochene auf Land- und Stadtkreise. Aber auch da muss man kontinuierlich erklären, warum bei mir und beim anderen nicht. Fürchten Sie nicht, dass jetzt wirklich so eine Klagewelle auch irgendwann mal losgetreten werden kann? Heute haben wir es, glaube ich, gehört von Bräuninger. Bräuninger klagt jetzt auch, weil die sagen, wir wollen jetzt auch öffnen, wenn andere öffnen dürfen. Und das Beispiel von der Ausgangssperre haben Sie gerade schon angesprochen. Könnte das nicht auch jetzt in naher Zukunft drohen, dass noch mehrere dem Beispiel von Bräuninger beispielsweise folgen? Ja, natürlich. Wir leben in einem Rechtsstaat, Gott sei Dank. Und die Gerichte sind dazu da, solche Entscheidungen zu überprüfen. Und klar ist, es ist immer die Aufgabe, das ist die juristische Aufgabe, die Verhältnismäßigkeit muss gewährleistet sein. Ist die noch gewährleistet, wenn Sie zum Beispiel sehen, dass die großen Discounter alles verkaufen können, von den Blumen bis zum Schlafanzug oder was weiß ich was, und die anderen Geschäfte einfach zu sein müssen? Ja, genau, das ist die Frage der Vergleichbarkeit, die Frage, welche Werte gelten denn und welche Grundlagen gelten. Wieso gelten für die einen gar keine und für die anderen sehr strenge? Warum werden Vorgaben im Grunde erweitert oder wenn Vorgaben erfüllt sind, warum wird nicht trotzdem geöffnet? Das ist genau, jetzt mal vereinfacht gesagt, die Diskussion um Verhältnismäßigkeit. Und bei der Ausgangssperre wurde festgestellt, dass die Infektionswerte, die Inzidenzwerte gesunken sind, Gott sei Dank, die Maßnahmen gegriffen haben und dann die strenge Ausgangssperre irgendwann nicht mehr verhältnismäßig, nicht mehr erklärbar war, um es einfach zu sagen. Und davor stehen wir natürlich kontinuierlich. Wir müssen immer überprüfen, ist es noch verhältnismäßig, weil es natürlich politisch schwierig ist, wenn die Gerichte dann Vorgaben kassieren. Das ist ihr gutes Recht, aber das wirkt natürlich politisch nicht vertrauensbildend. Und deshalb ist es wichtig, dass man als politische Ebene diese Überprüfungen und diese Abwägungen selbst vornimmt. Und da bin ich auch der Meinung, das müssen wir jetzt tun, weil sonst die Gefahr besteht, dass wir andere juristische Entscheidungen bekommen. Wer jetzt sein Spitzenamt in Baden-Württemberg anstrebt, der muss natürlich auch ein bisschen über den schwäbisch-badischen Tellerrand hinausblicken. Deswegen machen wir mal so zwischendurch eine ganz schnelle Runde. Und als Kultusministerin müssen Sie natürlich mit der Notenvergabe vertraut sein. Jetzt lassen wir uns einfach mal so ein bisschen das Krisenmanagement von Ihnen benoten. Wie sehen Sie denn das Corona-Krisenmanagement, wenn Sie das auf EU-Ebene benoten müssten? Auf EU-Ebene die Note? Weil da gab es viel Kritik. Drei. Note 3. Wegen zu spät und zu wenig bestellt, was den Impfstoff angeht? Ja, aber man muss auch berücksichtigen, dass es ja immer der Abwägungsprozess war, es möglichst gemeinsam zu machen, was ich für richtig empfinde. Deshalb Note 3. Beim Bund? Wie hat der Bund das Corona-Krisenmanagement gemacht? Note 2. Oh, das bin ich aber gespannt. Und das Land? Ich glaube, das ist immer schwierig, weil selbst mit beteiligt, aber ich würde uns auch mal ein solides Gut geben. Ein solides Gut. Die Leser haben uns das ein bisschen anders gesehen, die kommen gleich zu Wort. Dementsprechend, ihr habt, glaube ich, am Mittwoch ein Spitzengespräch zu Corona und zur Teststrategie. Was fordern Sie denn bei diesem Spitzengespräch? Ja, ich bin froh, dass es das morgen jetzt gibt, weil ich schon seit Wochen deutlich mache, wir brauchen eine veränderte Teststrategie. Das Virus hat sich verändert. Ich möchte vielleicht mal ein Beispiel bringen aus dem Fußball. Wenn in der zweiten Halbzeit die gegnerische Mannschaft Taktik und Strategie verändert hat und es hat das Virus, in dem es mutiert, dann muss ich als eigene Mannschaft, glaube ich, auch gucken, dass ich mich darauf einstelle und auch Strategie und Taktik verändere. Und nicht nur so weitermache wie bisher auch. Und das Thema Mutationen ist eine Herausforderung. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir neben Hygieneauflagen, neben Regeln, die nach wie vor gelten, aber natürlich auch testen und das Testen dahingehend weiterentwickeln, dass alle diejenigen, die Kontakt zu anderen haben, wie Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen, Erzieher, aber auch Polizeibeamtinnen, Polizeibeamte, Verkäuferinnen, Verkäufer, die ganze Bandbreite sich anlasslos testen lassen können, niederschwellig testen lassen können. Beim Arzt, beim Apotheker, wenn es geht, ich glaube, dass wir auch
kommunale Testzentren brauchen, wo man sich kostenlos testen lassen kann. Weil die Apotheker schaffen es nicht alleine, haben Sie das heute gesagt. Das ist auch kein Geheimnis. Das hatte ich dem Kollegen Manelucha schon vor 14 Tagen gesagt, dass ich nicht glaube, dass Sie das stemmen können. Gar kein Vorwurf. Deshalb kommunale Testzentren. Die kommunalen Landesverbände haben auch signalisiert, dass sie da mitmachen würden. Und dann kostenlose Tests. Kostenlose Tests, ja. Aber es ist gut investiertes Geld. Warum? Weil wir auch gerade bei mutierten Virus feststellen, dass man häufig gar nicht merkt, dass man infiziert ist, weil die Personen gar keine Symptome zeigen und damit unwissentlich dazu beitragen, dass sie den Virus Corona verbreiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir testen, viel mehr testen. Ich wünsche mir irgendwann auch, dass die Schülerinnen und Schüler sich testen können, dass wir eine ganze Bandbreite haben. Je mehr wir wissen, je besser die Faktenlage ist, umso mehr können wir die schützen, die wir schützen müssen. Und die, die infiziert sind, in Quarantäne nehmen. Und ich glaube, da müssen wir dringend vorankommen. Darum geht es morgen. Jens Spahn hat heute verkündet, dass er diesen Weg für Deutschland anstrebt, dass er die nationale Teststrategie verändern möchte, begrüße ich außerordentlich, weil es genau in diese Richtung geht. Und da muss Baden-Württemberg jetzt zügig nachziehen. Darum geht es morgen früh. Und das wird sich zeigen. Ich werde dafür kämpfen, weil ich überzeugt bin, dass es der richtige Weg ist. Dafür werbe ich jetzt schon seit Wochen und ich hoffe, dass ich mich da morgen dann auch mit guten Argumenten und guten Beispielen in anderen Ländern wie Österreich oder jetzt auch mit der Argumentation des Bundesgesundheitsministers, dass ich mich da morgen durchsetze. Ich halte das in jedem Fall ergänzend für die bisherigen Maßnahmen für zwingend. Sie haben gerade eben gesagt, was das Corona-Management angeht, würden Sie dem Bund die Note 2 geben. Nicht jeder sieht es so, was die Unterstützung des Handels angeht. Sie haben es gerade eben angesprochen. Peter Altmaier hat heute auch eine entsprechende Pressekonferenz gegeben. Und Sie kriegen es ja wahrscheinlich auch an der Basis mit. Viele Händler sagen, bei mir kommt nichts an. Es ist zu kompliziert, das auszufüllen. Ich bleibe irgendwo auf der Strecke von wegen Bazooka. Wie hat es der Herr Söder gesagt? Es gab keine Bazooka, sondern... Herr Scholz, der Finanzminister, genau. Ja, genau. Eine Steinschleuder eher als eine Bazooka. Also es kommt zu wenig letztlich und endlich an. Was kann man denn da machen? Ist das nicht zu ändern? Doch, das muss zu ändern sein. Ich bin auch froh, Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, hat sich ja heute mit den großen Unternehmen, den Firmen und Verbänden getroffen. Es dauert zu lang und es kommt zu wenig an. Und sind wir mal ehrlich, ich habe ganz viele Gespräche mit Betroffenen in Baden-Württemberg, die wollen auch nicht Anträge ausfüllen, die wollen natürlich gerne öffnen und arbeiten. Aber mit hohem Bewusstsein, dass wir halt aufgrund der Pandemie momentan noch vorsichtig sein müssen. Aber die Unterstützungen, die im November und Dezember zugesagt worden sind, die jetzt endlich beginnen zu fließen, ist überfällig. Und ich teile die Einschätzung, Olaf Scholz, der den etwas merkwürdigen Begriff der Bazooka verwendet hat. Ich finde ihn jetzt nicht so glücklich, aber wenn ich in dem Bild bleibe, dann muss man klar sagen, die Bazooka hat ordentliche Ladehemmung. Und da muss was geschehen, das muss passgenauer sein, weniger Bürokratie. Das hat Peter Altmaier heute zugesagt und es ist auch dringend notwendig. Die Klagen darüber sind immens. Wir versuchen als Land mit unserem Wirtschaftsministerium dagegen zu steuern, so gut es geht. Kann man das? Na, schwierig, weil die Vorgaben kommen aus Berlin, wir werben, weil wir machen hat deutlich. Gesagt, dass es auch auf Landesebene verschleppt worden sei. Da wurde der schwarze Peter auch ein bisschen hin und her geschoben, oder? Ja, und dafür haben jetzt die Betroffenen zu Recht überhaupt kein Verständnis. Weil klar ist, natürlich, die Hilfen kommen aus Berlin. Sie sind im November angekündigt worden, für November, für Dezember. Sind halt jetzt im Februar in vielen Teilen noch nicht da. Und deshalb, ich halte da gar nichts davon, zu sagen, der ist schuld oder der ist schuld. Wir müssen gemeinsam gucken, dass die Mittel ankommen bei den Betroffenen. Weil, wie gesagt, da geht es um Existenzen, da geht es um Arbeitsplätze, um Ausbildungsplätze. Und deshalb muss man da nicht diskutieren, sondern die Hilfen so anpassen, dass sie auch wirklich passen und auch überwiesen werden können. Und ich glaube, da sind sie heute einen guten Schritt vorangekommen. Aber Schuldzuweisungen helfen da keinem. Ja, apropos Schuldzuweisungen, dann sind wir natürlich beim Thema Schule, Kinder, Lehrer, Eltern. Wir haben natürlich auch aufgerufen und wir haben jede Menge Leserzuschriften bekommen. Ich möchte auch gleich darauf hinweisen, wir können gar nicht alle Leserfragen hier stellen, sonst ist die Ausgangssperre tatsächlich gerissen im heutigen Abend. Wir geben Ihnen die Fragen natürlich auch sehr gerne mit, damit Sie die an die entsprechenden Leserinnen und Leser beantworten können. Sehr gerne. Wir haben
da einen ganzen Stapel mitbekommen. Auch wirklich sehr fundierte Fragen. Herzlichen Dank dafür. Eine kam gerade, kurz bevor wir losgelegt haben, von Frau de Medina. Sie sagt, als alleinerziehende Mutter finde ich es doch sehr, sehr traurig, dass es bis heute noch keinen Aktionsplan für die nächsten Wochen und Monate gibt. Und auch jetzt kommt wieder ein Modell zum Zuge, das die Eltern nicht wesentlich entlasten würde. Und so haben wir etliche Betroffene gestern gefragt, auch heute in der Heilbronner Stimme nochmal darauf hingewiesen. Und es kam doch schon sehr, sehr viel Kritik. Der ein oder andere sagt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, was jetzt gemacht wird, was die Schulen letztendlich angeht, auch mit dem Wechselbetrieb. Aber der ist eben für Familien sehr, sehr schwer zu stemmen. Nicht? Wir haben Homeschooling, wir haben Homeoffice, wir haben Ausnahmesituation. Und viele sagen natürlich, wir brauchen regelmäßig die Schnelltests möglichst. Wie können Sie jetzt den Menschen ein bisschen, sage ich jetzt mal, Zuversicht vermitteln, was den Schulunterricht in den nächsten Wochen angeht? Naja, also zunächst mal verstehe ich natürlich die Ungeduld. Ich verstehe auch den Druck, was die Eltern in den letzten Monaten leisten mussten, ist immens. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch immer deutlich gemacht, wir müssen uns mehr zutrauen, was Kinder und junge Menschen angeht. Wir müssen aufpassen, dass Kinder und ihre Eltern, die Familien, nicht zum Verlierer der Pandemie werden. Und ich bin froh, dass das in der Diskussion sich jetzt auch insgesamt widerspiegelt. Aber dass Präsenzunterricht durch nichts ersetzt werden kann, das wissen wir. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir hier Perspektive bieten. In der Hinsicht habe ich vollstes Verständnis auch für die Kritik und für die Klagen. Was machen wir jetzt? Wir beginnen am Montag mit Kitas und den Grundschulen im Wechselunterricht. Und weil das Ihre Zuschriften sagen, ja, also wir hatten in den letzten knapp 12 Monaten, wir hatten Präsenzunterricht mit hohen Hygieneauflagen, mit Schutzmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer. Wir hatten Wechselunterricht zwischen Pfingsten und den Sommerferien. Und wir hatten jetzt die letzten Wochen Distanz- und Fernlernunterricht. Und in den letzten Wochen hat es mich schon ein bisschen überrascht, mit welcher Begeisterung Verbände, Gewerkschaften oder auch manche Parteien den Wechselunterricht als der Weisheit letzten Schluss dargestellt haben. Der Wechselunterricht heißt, 50% der Schülerinnen und Schüler sind in der Schule. Die anderen 50% sind zu Hause, also halbierte Klassen. Die einen werden in Präsenz unterrichtet, die anderen währenddessen im Fernunterricht. Und Notbetreuung muss man darüber hinaus noch anbieten. Das ist für die Schulen, schulorganisatorisch, die schwierigste aller Modellarten, die schwierigste. Und deshalb habe ich auch immer deutlich gemacht, ich halte die für nur bedingt zeitlich befristet einsetzbar. Hat mir den Vorwurf eingebracht, die hält nichts vom Wechselmodell. Stimmt. Ich halte es jetzt für richtig, um damit schrittweise zu beginnen, um Gesundheitsschutz, schrittweise Öffnung in Einklang zu bringen. Aber deshalb brauchen wir die Teststrategie verändert, und zwar sehr, sehr schnell. Ich habe ja zumindest bisher erreicht, da bin ich auch froh, das war eine mühsame Verhandlung mit dem Sozialminister Lucha, dass ab nächster Woche Erzieherinnen, Erzieher, Lehrkräfte, die in Präsenz unterrichten, sich zweimal die Woche anlasslos, kostenlos schnell testen lassen können. Das geht in die richtige Richtung, das reicht aber natürlich bei weitem nicht. Und vor dem Hintergrund muss es natürlich mehr werden, um schrittweise die Schulen zu öffnen. Meine Zielsetzung ist tatsächlich, so schnell als möglich wieder zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Weil viele Kinder große Probleme haben im Fernlernen. Wir auch viele Kinder haben, die nicht in sozial stabilen Verhältnissen leben, die brauchen unseren besonderen Schutz und unsere Aufmerksamkeit. Und deshalb so schnell als möglich, wir werden es schrittweise machen, weil wir natürlich immer noch in Corona-Zeiten leben, aber wir werden begleitend andere Maßnahmen wie Schutzmasken, wie Teststrategien parallel dazu aufbauen, um genau die Strategie so zu verändern, wie ich vorher es im Fußballbeispiel deutlich gemacht habe. Das ist dringend notwendig. Wir brauchen die Perspektive und Bildung muss auch in Pandemiezeiten möglich sein. Da bin ich ganz bei den Eltern. Aber wie gesagt, ich verstehe da auch die Ungeduld, aber es geht halt momentan nur schrittweise. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn die versammelte Rektorenschaft, Schulleiter mit Ihnen so eine Videokonferenz machen, was prasselt da alles auf Sie nieder? Ich habe mich mal ein bisschen umgehört bei den ein oder anderen Schulleitern. Es ist schon ganz interessant, es gibt durchaus auch positive Stimmen, dass ich zum Beispiel in Sachen Kommunikation in diesem Jahr vieles verbessert habe, was vorher nicht so
der Fall war. Vielleicht auch ein Lerneffekt bei Ihnen und Ihrem Ministerium, dass man da die Kommunikation zu den Schulleitern stärkt. Aber klar ist natürlich das Thema Digitalisierung, das begleitet uns ja jetzt seit einem Jahr, schon als es losging mit dem Homeschooling. Da brauche ich ja gar nicht auf alle Fälle nochmal zurückzugreifen. Aber ein ganz konkreter Sachverhalt, der immer wieder angesprochen wird, was mir auch ein Schulleiter gesagt hat, dass die Bildungsplattform eben nicht funktioniert, solange Microsoft 365 nicht eben auch integriert wird. Und rund 3/4 der Schulleiter sagen, das müsste mit integriert werden, damit eben das Homeschooling und die Bildungsplattform entsprechend funktionieren kann. Ja, völliges Einverständnis meinerseits. Aber der Landesdatenschutzbeauftragte ist nicht so. Es liegt aber nicht an mir, ja. Das muss man halt auch sehen. Ich verstehe das. Viele arbeiten mit Moodle, viele mit Microsoft. Und es geht darum, wir haben mit Microsoft, führen wir ja Verhandlungen gemeinsam mit dem Landesdatenschutzbeauftragten. Haben wir letztes Jahr intensiv gemacht. Und wir sind momentan dabei, gemeinsam mit dem Landesdatenschutzbeauftragten und Microsoft eine Lösung zu finden, damit die Datenschutzkonformität, auf die der Landesdatenschutzbeauftragte natürlich konkret schaut, gewährleistet ist und wir trotzdem Microsoft anbieten können an den Schulen. Das ist die Zielsetzung, aber da braucht man natürlich das Miteinander mit dem Landesdatenschutzbeauftragten und da gibt es offene Fragen, da tut er sich aus seiner Sicht ein Stück weit schwer. Da arbeiten wir dran. Aber wie gesagt, klar, man arbeitet kontinuierlich dran, was zu verbessern. Aber in dem Fall muss ich leider für mich in Anspruch nehmen, da kann ich jetzt wenig ändern. Aber übrigens eine ganz, ganz emotionale Diskussion. Ich habe viele, die sagen, Microsoft in den Schulen geht gar nicht. Natürlich. Wie kann Eisenmann das überhaupt anstreben? Also auch da, die Rektoren sehen es halt anders, klar. Nein, die wollen ein stabiles System haben. Gibt es da ein Zeitfenster irgendwo, dass man sagen kann, es ist absehbar, wenn Sie sagen, natürlich die Schwierigkeiten, die Probleme sind bekannt mit dem? Also wir haben letztes Jahr intensiv verhandelt mit allen Partnern. Wir haben dann als Kultusministerium eine fast 400-seitige Datenschutzfolgeabschätzung für Microsoft machen müssen, also für Microsoft an den Schulen. Und die liegt dem Landesdatenschutzbeauftragten vor. Jetzt sind momentan einzelne Dinge im Test, ob die Datenschutzkonformität auch gegeben ist. Ich gehe davon aus, dass wir im März, April da die abschließende Entscheidung vom Landesdatenschutzbeauftragten bekommen. Wie gesagt, ich werbe sehr dafür, dass wir mit Microsoft arbeiten können, weil der überwiegende Teil dieses will. Aber ich brauche natürlich eine solide, datenschutzgerechte Lösung für die Schulen. Und wie gesagt, es wird noch einige Wochen dauern, aber das Ende ist in Sicht. Das Ende ist in Sicht. Und Sie sind jetzt überzeugt, dass das mit Moodle auch so läuft, wie Sie es sich vorgestellt haben? Also klar ist, wir haben, was Moodle angeht, sehr viele positive Rückmeldungen. Es unterscheiden sich zum Teil auch die Schularten. Wer arbeitet mit Microsoft, wer mit Moodle, andere haben noch andere Plattformen. Wir lassen diesen Spielraum ja zu. Grundvoraussetzung ist aber natürlich, dass es datenschutzkonform ist, dass es sichere Plattformen sind. Wir arbeiten mit Schülerdaten, mit Lehrerdaten und da müssen die Schulen sich drauf verlassen können. Das kriegen wir auch hin, wie gesagt, und bei Microsoft laufen die Verhandlungen in der abschließenden Phase. Klar ist auch, dass man natürlich gucken muss, dass man auch Nachwuchs bei der Lehrerschaft bekommt. Auch das ist natürlich ein Thema. Jetzt stellt ein Schulleiter die Frage, warum stellt in Baden-Württemberg die Lehrer in Listenverfahren erst wieder Ende Juli ein und nimmt dann in Kauf, dass viele junge Lehrer in andere Bundesländer abwandern. Warum ist das der Fall? Also zunächst mal die Anzahl derer, die in andere Bundesländer abwandern, liegt bei unter 5%. Also das sind sehr, sehr wenige, aber natürlich, es ist richtig, wir kämpfen um jeden Einzelnen, Naja, wir haben das Listenverfahren, aber wir haben ja auch die schulscharfen Ausschreibungen. Die sind jenseits des Listenverfahrens. Ich habe die in den letzten 3 Jahren deutlich erweitert. Das heißt, in allen Regionen Baden-Württembergs, wo man sich schwer tut, Lehrerinnen und Lehrer zu gewinnen, warum auch immer, oder auch in Bereichen im ländlichen Bereich, sind die schulscharfen Ausschreibungen inzwischen der Standard. Das heißt, die Schule schreibt selber aus. Die Schule kann sich die Lehrerinnen und Lehrer selber aussuchen, und zwar frühzeitig, zum Teil schon zu Ende des vorangehenden Jahres oder zu Beginn des Schuljahres, wo dann im September der Arbeitsbeginn sein soll. Das haben wir deutlich flexibilisiert. Das Thema Listenverfahren ist nur noch ein Verfahren. Das Thema schulscharfe Ausschreibungen ist übrigens jetzt momentan schon wieder am Laufen, schon länger, ist ein gutes Instrument. Deshalb die Frage ist berechtigt, aber wir setzen da auf Vielfalt und schon lange nicht mehr nur auf Listenverfahren. Und Sie brauchen natürlich gute Schulleiter. Das scheint auch nicht mehr ganz so attraktiv zu sein,
Schulleiter zu werden. Dann hat man ja mal dieses Schulleiter-Entlastungspaket irgendwann auf den Weg gebracht. Jetzt gab es natürlich in der Zwischenzeit auch andere Herausforderungen. Vielleicht wurde das nicht entsprechend umgesetzt. Zumindest kam es nicht immer bei den Schulleitern dementsprechend an. Aber was denen wahrscheinlich doch, noch... Doch, es ist ja, komplett. Also wir haben zwei Stufen und die erste Stufe ist komplett umgesetzt. Das sind Höherbesoldungen, das sind zusätzliche Funktionsstellen, um die Schulleiterinnen und Schulleiter zu entlasten. Was momentan noch ist, die finanziellen Mittel, also die Besserbezahlung, erfolgt ab September rückwirkend, weil das muss natürlich alles auch erst umgesetzt werden, aber das ist beschlossen und es läuft auch. Die zweite Stufe muss noch beschlossen werden und da geht es um Leitungszeiten, da geht es um mehr Luft für andere Tätigkeiten von Schulleitungen. Das ist der zweite Schritt, der muss in dem nächsten Vorgehen jetzt festgelegt werden, aber wir sind in der Umsetzung nicht nur beim Reden, sondern der erste Schritt ist vollumfänglich umgesetzt und es ist auch gut so, der war überfällig. Und die Corona-Prämie fehlt doch noch, ne? 600 Euro Corona-Prämie wurde den Schulleitern versprochen, oder? Die ist ausgezahlt. Die ist ausgezahlt. Ich glaube, es geht darum, dass die Höherbesoldung, wir haben zum Beispiel beschlossen, der Landtag hat beschlossen, da bin ich auch sehr dankbar auf meinen Vorschlag hin, dass alle Grundschulrektorinnen und Grundschulrektoren ein höheres Gehalt bekommen, eine höhere Besoldung. Gut. Ab September letzten Jahres. Richtig ist, die Auszahlung erfolgt jetzt erst in den nächsten Wochen, rückwirkend, natürlich ab September, aber das dauert eine Weile, bis es auch technisch umgestellt ist, Landesamt für Besoldung und Versorgung und andere, aber das Geld kommt. Das ist das, worauf noch gewartet wird, aber wie gesagt, es wird dann rücküberwiesen ab September, aber die Corona-Prämie für die Schulleitungen, die da viel machen mussten, die da viel organisieren mussten, übrigens viele Schulleitungen, die das teilen mit ihrem Leitungsteam und mit anderen, was ich toll finde, das Geld ist überwiesen. Gut, also gute Nachrichten für die Schulleiter. Jetzt wollen wir mal sehen, wann es weitere gute Nachrichten in Sachen CDU gibt, ganz abseits von Corona. Und wir haben mal ein bisschen gekramt im Archiv und mal geschaut. Sie haben mal eine Bestandsaufnahme gemacht, wo Sie die CDU sehen. Und da haben Sie doch schon auch ein paar Punkte angesprochen und Ihrer Partei ein bisschen die Leviten gelesen. Und da wollen wir mal schauen, wo Sie die CDU heute sehen. Film ab, liebe Kollegen. Ich habe den Eindruck, und das bestätigen auch viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, dass das Land viel zu häufig hinter seinen Möglichkeiten inzwischen zurückbleibt. Nicht wegen den Menschen oder den Unternehmen, sondern wegen der Politik. Wegen kraftloser Politik ohne Zukunftsvision, die heute in der Staatskanzlei prägend ist. Aber damit will ich auch nicht sagen, dass wir als CDU nicht auch noch Hausaufgaben zu machen hätten. Auch wir müssen an uns arbeiten, um das Vertrauen der Menschen wieder zurückzubekommen, damit wir wieder die Richtung der Politik insgesamt vorgeben können. Und dabei geht es mir vor allem um die Art, wie wir Politik machen, um die Art, wie wir als eigenständige und unverwechselbare Bürgerpartei in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wer verlernt hat, seine Positionen verständlich erklären zu können, ist als Volkspartei zu Recht in Frage gestellt. Wer beispielsweise seine Erfolge in Sachen Klimaschutz nicht auf griffige Formeln bringen kann und sich dann auch noch im Internet vorführen lassen muss, ist nicht auf der Höhe der Zeit. Tja, hat sich das geändert mittlerweile? Na, also zunächst mal war das... Das war zu Hochzeiten von Rezo, ne? Also. Das war meine Bewerbungsrede als Spitzenkandidatin bei der CDU Baden-Württemberg, wo ich ja mit einem sehr, sehr guten Ergebnis gewählt worden bin. Das war in Heilbronn, in der Harmonie. Also so lange ist es noch gar nicht her. Und die Tatsache, dass mich die CDU dann mit unglaublich hoher Stimmenzahl zur Spitzenkandidatin gewählt hat, zeigt, wir waren ziemlich einer Meinung. Und ich glaube schon, dass sich was verändert hat. Natürlich geht es darum, wie man mit den Menschen spricht. Und ich hatte schon immer den Eindruck, dass die CDU Gefahr lief, in den letzten Jahren Antworten auf Fragen zu geben, die schon gar keiner mehr gestellt hat, die Fragen. Wir hatten unsere Welt, wir hatten unsere Vorstellung. Gesellschaftliche Veränderungen, neue Herausforderungen kann man nicht mit alten Konzepten beantworten. Dafür brauche ich neue Konzepte und neue Ideen. Natürlich aber auf der Basis unserer Werte, unserer Normen und unserer Überzeugungen. Und deshalb auch die Frage, wie man kommuniziert, mit einer gewissen Offenheit, mit einer Toleranz gegenüber anderen. Auch vielleicht auch mal mit einer gewissen Gelassenheit. Und das ist, glaube ich,
glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und da arbeitet die CDU dran. Das ist besser geworden, viel besser geworden. Und das merkt man auch in der Reaktion der Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube schon, dass die Analyse vor 2 Jahren da durchaus richtig war. Und wir stellen uns ja deshalb im Wahlkampf auch genau darauf ein, machen das gemeinsam, machen es mit einer Offenheit, mit einer Zugewandtheit, mit einer Toleranz, die ganz, ganz wichtig ist. Und ansonsten muss man auch sagen, man muss sich ja auch selber als CDU ein bisschen mögen. Wenn wir uns nicht mögen, wer soll uns denn dann mögen? Also das ist, wenn man sich selbst nicht mag. Also auch das ist schon was, wo wir manchmal auch ein bisschen entspannter werden müssen, alle gemeinsam. Hat man das Zuhören auch wieder lernen müssen, wenn man so viele Jahrzehnte im Prinzip die Regierung gestellt hat, den Ministerpräsident gestellt hat? Ja, vielleicht ist es dann auch zu einer gewissen Selbstverständlichkeit geworden. Wer soll das Land anders regieren als CDU? Das ist immer eine Gefahr, dass sich sowas einschleicht und dass man vergisst, dass man bei jeder Wahl, in dem Fall bei jeder Landtagswahl, die Wählerinnen und Wähler neu überzeugen muss. Dass jede Wahl eine neue Wahl ist. Dass es kein Abonnement gibt und dass man in der Regel auch nicht oder nie für das gewählt wird, was in der Vergangenheit war. Dankbarkeit ist kein Kriterium in der Politik. Und es gibt leider immer die festen Lager. Es geht um die Frage, was verantworten gehe ich für die Zukunft? Ich werde für die Zukunft gewählt und nicht für die Vergangenheit. Und das ist was man damals vielleicht irgendwann auf der Strecke vor vielen Jahren als CDU ein bisschen vergessen hat. Aber daraus haben wir gelernt und deshalb sind wir heute auch anders aufgestellt als damals. Auf Ihren CDU-Wahlplakaten propagieren Sie auch immer die Wirtschaftskompetenz und weisen darauf hin und wollen damit punkten. Kann man eigentlich in dieser globalen Welt, in dieser globalen Weltwirtschaft mit einem Landeswirtschaftsministerium noch wirklich Entscheidendes bewegen? Ja, das glaube ich aber schon. Ich glaube auch, dass unser Wirtschaftsministerium, die Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Graut, das auch bewiesen hat. Ob es die Wohnraumallianz ist, wo sich was bewegt hat, oder nehmen Sie jetzt zum Beispiel in der Pandemie die letzten 12 Monate, wo das Land, Gott sei Dank, und das war der CDU wichtig, Hilfspakete, Soforthilfen, Liquiditätshilfen, Überbrückungshilfen bis hin zu einem Zukunftsinvestitionsprogramm über 1,2 Milliarden Euro entwickelt und verabschiedet hat im Landtag. Und die Umsetzung oder auch die Entwicklung konzeptionell lief auf Landesebene. Da waren natürlich immer mehrere beteiligt. Aber das ist natürlich schon ganz entscheidend, dass sich sowas auch widerspiegelt. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man ein Wirtschaftsministerium hat. Und vor dem Hintergrund hat es seine Berechtigung in diesen letzten 5 Jahren mehr als bewiesen. Sie fordern ja immer und kündigen auch an, mehr Tempo, mehr Tempo. Was heißt eigentlich mehr Tempo? Naja, was heißt mehr Tempo? Sind wir zu betulich gerade in der Regierung? Ah ja, gemütlich sind wir schon. man hat sich schon ein bisschen behaglich eingerichtet. Es muss man ja mal eins sagen, die letzten 10 Jahre waren ja auch tolle Jahre. Dank der Unternehmerinnen und Unternehmer, dank der Bürgerinnen und Bürger, die gearbeitet haben, die was erwirtschaftet haben, hatten wir die letzten 10 Jahre, waren goldene Jahre. In ganz Deutschland, aber auch in Baden-Württemberg. Der Verdienst jedes Einzelnen. Aber ich glaube, wir spüren alle, man hat es schon vor Corona geahnt, aber man merkt jetzt während Corona, wo natürlich wir befinden uns in einer immensen Wirtschaftskrise, in einer Rezession, der stärksten seit der Nachkriegszeit, dass das Ganze wesentlich beschleunigt wurde. Und dass die Tatsache, dass wir jetzt Weichen stellen müssen, die entscheidend sind für dieses jetzt neu begonnene Jahrzehnt. Nämlich Weichenstellungen in der Frage, wie technologieoffen sind wir, wie fördern wir, wie entlasten wir beispielsweise steuerlich Unternehmen, wie gehen wir mit Gründerinnen und Gründern um, wie gelingt es uns, Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft enger zusammenzubringen, wie gelingt es uns, von der Idee zum Produkt, zur Produktion, Wertschöpfung in Baden-Württemberg pur zu erlangen, in Arbeitsplätze münden zu lassen. Wie gelingt es uns, die Schlüsselindustrie, Automobilzulieferung zukunftsfähig zu machen, angesichts des technologischen, digitalen, ökologischen Wandels? Das sind Fragestellungen und ich glaube, das ist wichtig, dass man Konzepte entwickelt, die diese Innovationskraft wieder neu hervorrufen, die mehr ermöglichen, ein bisschen weniger bremsen und deshalb ein bisschen mehr Schwung und ein bisschen weniger Philosophie.
Ein bisschen weniger Philosophie, okay, das schneiden wir raus, wenn nächste Woche ein Ministerpräsident kommt, dann spielen wir ihm das vor. Eins wird mich noch interessieren an dieser Stelle, alle 5 Jahre wird immer angekündigt, wir brauchen weniger Bürokratie, wir müssen diese ganzen Standards abbauen, das heißt ja auch Tempo, wir müssen schneller werden. Warum geschieht da zumindest gefühlt immer zu wenig, was den Bürokratieabbau angeht? Also da haben Sie recht. Ich glaube, das hat jeder schon 1000 Mal gehört. Da ist Ihr Empfinden völlig richtig. Aber Corona hat bewiesen, übrigens auch das, was einem viele Bürgerinnen und Bürger sagen, Politik kann schon schnell entscheiden. Wir mussten in der Pandemie auf allen Ebenen zügig abwägen, natürlich unter Einbindung von Experten, aber dann auch entscheiden. Und da ging natürlich vieles. Man muss auch sehen, wir haben Grundrechte momentan ausgesetzt, wir haben viele Einschnitte, demokratische Grundrechte, die momentan wie Ausgangssperren bis vor kurzem, Kontaktsperren, geschlossene Geschäfte, das sind Einschnitte. Ja. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir kontinuierlich darüber diskutieren, wie der richtige Weg ist. Und vor dem Hintergrund hat sich schon gezeigt, dass es uns gut tut, wenn wir manche Dinge auch schneller entscheiden können. Also beispielsweise ein Maßnahmenbeschleunigungsgesetz wäre mit der CDU Baden-Württemberg auch schon in dieser Legislaturperiode machbar gewesen. Natürlich auf der Basis unseres Rechtsstaates, selbstverständlich, aber beschleunigte Verfahren direkt nach Leipzig oder nach Karlsruhe, je nachdem, was ansteht. Oder auch die Frage, was ja durchaus diskutiert wird, Belastungsmoratorium, ja, wo man die Dinge mal überlegt, ob man sie noch braucht und ob sie uns nicht bremsen in der Frage, wie wir aus dieser Krise nicht nur irgendwie rauskommen, sondern auch gestärkt rauskommen. Und ich glaube, die Diskussionen werden berechtigterweise geführt und das hat sich, glaube ich, vor 1 oder 1,5 Jahren noch keiner vorstellen können. Und deshalb habe ich auch die Hoffnung, dass sich diesmal in Abläufen und an der Bürokratie auch konkret was ändert, was es auch endlich muss. Aber das ist überfällig, da haben Sie zweifelsohne recht. Also meine Lieblingshausaufgabe bei den Wahlchecks ist ja immer die Wahlprogramme, bei der CDU heißt es ganz bescheiden, Regierungsprogramm zu lesen, das tue ich dann immer in schlaflosen Nächten. Ich muss mir Sorgen machen. Ja, machen Sie. Ich schicke Ihnen mal noch eine andere Lektüre. Sie haben ja Krimis, vielleicht können Sie mal eine gescheite Krimi schicken. Kann ich Ihnen tolle empfehlen. Gut, okay. Ich muss das mal in die Kamera zeigen, liebe Kollegen, vielleicht könnt ihr die andere scharf schalten. Dann sieht man nämlich das Regierungsprogramm von der CDU. Das ist natürlich hier sehr, sehr eng bedruckt hier pro Seite. Also ich habe mir das extra ausgedruckt. Ja, aber wir haben mehr Seiten. Das ist nicht die einzige. Nein, ich komme noch drauf. Ihr habt nämlich insgesamt 35 Seiten, das fand ich ganz interessant, euer Regierungsprogramm auf 35 Seiten. Die FDP hat 110 Seiten zusammengeschrieben und die Grünen 324. Das heißt also, haben die 10-mal mehr zu sagen als die CDU? Nee, ich glaube, da gilt ganz einfach Qualität vor Quantität. Da machen wir mal den Faktencheck. Auf Seite 3 steht, Sie fordern ein eigenes Ministerium für die Digitalisierung. Jetzt haben Sie doch schon einen Digitalminister, macht der es nicht gut? Doch, Thomas Strobel macht es sogar super, als Innenminister, als Digitalisierungsminister. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung nochmal in dem eigenen Haus nochmal eine andere Gewichtung braucht, wo wir Themen, die momentan in unterschiedlichen Ressorts laufen, zusammenführen. Das heißt, es ist eine Weiterentwicklung angesichts dessen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. 1 Milliarde Euro in Glasfaserausbau, da muss mehr kommen, da muss man noch strukturierter vorgehen. Und deshalb ist es, glaube ich, an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun. Und das ist dann ein Digitalisierungsministerium. Gut, auf Seite 8 war ich dann ganz überrascht. Da stand, wir fordern mehr Akzeptanz für die Windkraft. Der Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg ist nicht zuletzt aufgrund endloser Verfahren infolge sich widersprechender Naturschutz, Artenschutz und anderer Auflagen faktisch zum Erliegen gekommen. Hätte man eigentlich gar nicht von der CDU erwartet früher, dass ihr für die Windenergie so Flagge zeigt. Nein, das ist aber auch nicht neu. Aber ich brauche natürlich dafür Regeln, ich brauche auch Wind. Und deshalb geht es uns in der Frage Windenergie, ja, aber natürlich muss es umsetzbar sein. Und was damit gemeint ist, ist natürlich schon Teil eines Problems. Wir haben Umfragen, wenn ich die letzte richtig im Kopf habe, 80% der Bürgerinnen und Bürger deutschlandweit sind für Windkraft, halten Windkraft für ganz wichtig. Wenn da nur die Räder nicht wären, also nicht in meiner Sichtweite, nicht in meiner Nähe,
Auch dafür habe ich Verständnis. Nur kommt man natürlich so nicht weiter, wenn es nirgends sein darf, obwohl ich es eigentlich für richtig empfinde. Und deshalb meinen wir damit, dass wir natürlich Regeln brauchen. Man braucht zunächst mal Wind, aber wir brauchen dann natürlich auch schon die Tatsache, dass wir in Baden-Württemberg, wenn wir einen Platz gefunden haben, der auch rechtlich umsetzbar wäre, wir dann häufig das Problem hatten, dass tatsächlich der Naturschutz, der berühmte Rote Milan oder anderes natürlich dann die Schwierigkeiten der Umsetzung mit sich gebracht hat. Jetzt muss man Naturschutz, Umweltschutz, man muss das Thema Klima, das Thema Windenergie in Einklang bringen. Abstand zu den Häusern? Abstand zu den Häusern, da haben wir die dementsprechenden Regeln so. Und dann brauche ich aber natürlich auch die Frage, wenn wir dann diese ganzen Themen fixiert haben, dann habe ich natürlich sehr viele auch Bürgereinsprüche, Bürgerbeteiligung, das ist auch richtig. Wir wollen und brauchen engagierte Bürgerinnen und Bürger. Aber ob man nicht sagt, dass man tatsächlich in einem ersten Schritt die Bürgerbeteiligung macht, wenn eine Entscheidung gefallen ist, pro Windkraft, dann aber auch umsetzt und die Entscheidungen auch zügig durchsetzt. Und das ist das, wo es bei uns häufig hapert, dass dort, wo es dann im Grunde möglich wäre, es sich trotzdem verzögert, weil man dann Schwierigkeiten hat, die Entscheidungen umzusetzen, viele juristische Schritte. Das war auch das, was ich vorher sagte, ein Maßnahmenbeschleunigungsgesetz, dass es dann die Möglichkeit gibt, direkt entweder je nach Grundlage Leipzig oder Karlsruhe zu gehen, natürlich eine rechtliche Entscheidung herbeizuführen, aber nicht jeden Schritt zu begleiten durch Bürgerbeteiligung, durch Ablehnung, den nächsten Schritt. Das ist eine prozessuale Vorgehensweise, an der erliegen wir zunehmend, weil wir ja heute kaum noch was erleben, was man irgendwann mal beschlossen hat. Und dann habe ich mich auf Seite 27 vorgekämpft, bei euren eng geschriebenen Seiten in eurem Regierungsprogramm. Da steht Gesundheit zur Chefsache machen. Das passt natürlich jetzt auch zur aktuellen Situation. Sie wollen ein echtes Gesundheitsministerium für Baden-Württemberg. Macht es der Herr Lucher nicht richtig? Doch, er gibt sich Mühe, keine Frage. Das ist ja großes Lob, ne? Ah ja, in Baden-Württemberg, im Schwäbischen heißt es sogar, wenn ich nichts sage, ist glob genug. Nicht geschimpft, ist glob genug. Nein, aber es geht darum, dass wir natürlich gesehen haben, dass wir auch viele unterschiedliche Teile zusammenführen müssen momentan. Das hat die Pandemie deutlich gemacht. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wir haben ja nie damit gerechnet, mal in Zeiten einer Pandemie zu leben. Das heißt auch Dinge, die verteilt sind auf unterschiedliche Häuser, zusammenzuführen, um Entscheidungen aus einem Guss zu motivieren, ist jetzt kein Vorwurf an Manfred Lucher, sondern es ist, glaube ich, eine Erkenntnis daraus, dass Entscheidungen in einer Hand klarer sind und dann gerade in solchen Krisensituationen wie einer Pandemie man auch klarer und zügiger entscheiden kann. Verstehen Sie, dass die Menschen, ich brauche das Ganze jetzt nicht aufrollen, klar, die warten alle auf Impftermine, die werden unruhig, 80 plus, das haben wir alles mitbekommen. Ich glaube, jeder, der mal selbst auf die Seite drauf geht, der sieht auch, dass das nicht so ganz easy ist, wenn man sich dort anmelden muss. Aber verstehen Sie, dass man dann auch ein bisschen genervt ist, wenn dann so ein Brief aus dem Ministerium 4-5 Wochen verspätet kommt mit veralteten Inhalten? Das fällt ja auf die gesamte Regierung dann auch zurück. Das verstehe ich, wie gesagt, das... Ist das ärgerlich? Natürlich ist das ein Stück weit ärgerlich, das ist halt jetzt so und wichtig war, dass man kommuniziert und auch da gilt, nichts ist so gut, dass man es nicht noch besser machen kann und deshalb wird hoffentlich der zweite Brief passgenauer und zügiger kommen, wenn es den zweiten gibt, aber klar ist natürlich, man muss auch sehen, es ist für alle eine Herausforderung, ja, so wie es für mein Haus eine Herausforderung war, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich viel Mühe gemacht haben, aber auch für uns war es neu, deshalb haben wir auch im ersten Lockdown in März und April sicher den Schulen nicht so helfen können, wie sie es zu Recht erwartet haben, weil wir auch erst Antworten finden mussten. So gilt es natürlich auch im Gesundheitswesen oder in anderen Ministerien. Es ist für alle eine Riesenherausforderung und ich glaube schon, dass sich auch alle bemühen, es bestmöglich zu machen. Aber wie gesagt, da hat es jetzt halt mal ein bisschen kruckelt, wie woanders ab und zu auch mal. Aber wie gesagt, deshalb ist es ja gut, dass auch die CDU in der Regierung ist und dann sozusagen um die besten Konzepte beim Ringen mithilft. Und es schadet, glaube ich, nicht. Da schauen wir mal gegen Ende von unserem Wahlcheck, wie das dann noch weitergeht. Aber jetzt wollen wir noch ein paar andere Antworten finden. Und wir haben immer eine beliebte Rubrik, Jugend forscht. Da haben wir immer Jugendliche bei uns auf der Bühne, die Fragen stellen. Ist leider heute nicht möglich. Aber wir haben dann die Jugendlichen gebeten und immer stellvertretend eine, die eine Frage stellt. Und eine ganz interessante Frage. Und ich freue mich drauf. Film ab. Hallo. Mein Name ist Joy Dahlmann, ich bin 20 Jahre alt und studiere Naturschutzbiologie und Wirtschaftswissenschaften. Meine Frage an Sie, Frau Eisenmann, ist, wie wollen Sie das Thema Umweltbildung in Schulen angehen?
sodass die Kinder lernen, sich kritisch mit ihrem Konsumverhalten auseinanderzusetzen. Kurz und knackig. Ja, und eine Aufgabe, an der wir momentan auch arbeiten. Wir haben ja Leitperspektiven im Bildungsplan, wo das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Verbraucherschutz auch eine zentrale Rolle spielt. Das muss man noch besser füllen. Das machen wir momentan mit Partnern wie der Uni Hohenheim und anderen, wo es genau um die Frage geht, wie können wir die Bildungspläne so heranführen, dass Kinder und junge Menschen tatsächlich von ihrer Herkunft Natur und Umwelt, aber auch Ernährung beispielsweise wird mir immer wieder gesagt, bei uns in den Bildungsplänen beginnt das Essen, zum Beispiel das Schnitzel, erst im Supermarkt. Dass es vorher eine Landwirtschaft gibt, dass es da regionale Produkte insgesamt gibt, das sei nicht richtig ausgeprägt und das wird momentan überarbeitet. Und gerade der Aspekt, den die junge Dame angesprochen hat, ist ganz wichtig. Umweltbewusstsein, ich muss wissen, wie ich Umwelt schützen kann. Das Interesse bei den jungen Menschen ist groß, das hat man ja gesehen bei Fridays for Future. Und mir hat es immer riesen Respekt abgenötigt, mit welcher Werf, mit welcher Begeisterung und Intensität die für Naturschutz, für Umweltschutz, für Klima kämpfen und deshalb muss es in den Schulen besser verankert sein. Das wird momentan überarbeitet, um es tatsächlich in allen Schularten deutlich präsenter zu vermitteln. Dann habe ich noch eine Frage von einem jungen Abiturienten. Er ist Schüler an einem Gymnasium hier in Heilbronn und macht, wie gesagt, jetzt sein Abitur. Und er schreibt uns dann, und ist der Meinung, er hat einfach Bedenken, dass es dieses Jahr kein faires Abitur für ihn geben kann. Und das denken natürlich viele seiner Altersgenossen. Zum zweiten Mal ist man vom Schullockdown betroffen und er hat die konkrete Frage, ob nicht auch irgendetwas Konkretes in Baden-Württemberg an Entgegenkommen für die Abiturienten geplant ist. Er hat es bezüglich der Initiative in Hamburg darauf verwiesen, wo man mehr Zeit für Prüfungen, mehr Auswahlmöglichkeiten und rücksichtsvollere Korrekturen angekündigt hat und ob es da auch ein Entgegenkommen in Baden-Württemberg für die Abiturienten gibt. Also zunächst mal verstehe ich das für alle, die jetzt Prüfungen machen, ob es Abiturienten sind oder natürlich auch in anderen Schularten, eine ganz schwierige Zeit. Und deshalb vorneweg, wirklich, ich meine es aufrichtig und ich habe es auch 2020 mein Wort eingehalten, wir machen es wirklich fair. Wir machen es wirklich fair. Und das, was in Hamburg angekündigt wurde, ist bei uns seit September letzten Jahres vollzogen. Erstens, wir haben alle Prüfungen nach hinten verschoben um 3 bis 4 Wochen. Wir haben beispielsweise im Abitur die bundesweiten Aufgaben ausgesetzt. Schon das zweite Jahr, das heißt, wir stellen nur landeseigene Aufgaben, machen alle Bundesländer so, und stellen mehr Prüfungsaufgaben zur Verfügung, sodass die Lehrerinnen und Lehrer gezielt auswählen können, was die Klasse kann, was die Schülerinnen und Schüler können. Das heißt, mit dieser Flexibilität reagieren wir. Ja, und die dritte Frage, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist schwierig als Kultusministerin. Da schimpft mich mein Ministerium dann wieder. Also ich möchte es mal so sagen. Lehrerinnen und Lehrer haben bei der Benotung pädagogische Freiräume, pädagogische Spielräume in der Notengebung. Und ich weiß und ich bin überzeugt, dass meine Lehrerinnen und Lehrer dieses verantwortungsbewusst auch ausnützen. Ist das verstanden worden? Also auf gut Deutsch mal Auge zudrücken auch mal. Also um Gottes Willen, das habe ich natürlich selbstverständlich nicht gesagt. Ja, ich muss das ja wissen. Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Ja, natürlich, da gibt es Spielräume und die Lehrerinnen und Lehrer wissen ja, ob der schwierigen Situation und die haben das letztes Jahr toll gemacht und verantwortungsbewusst und sie werden das auch dieses Jahr tun. Das heißt, das, was in Hamburg gilt, gilt bei uns auch. Und ansonsten passen wir wirklich auf, sie können da nichts dafür, die Schülerinnen und Schüler, für diese schwierige Zeit. Und deshalb soll es auch nicht ihr Nachteil sein. Gilt wirklich fest versprochen. Gut, dann kommen wir mal neben Corona, Bildung, Wirtschaft auch zum Schnelldurchlauf von ein paar anderen Themen. Gesetzt den Fall, Sie haben Regierungsverantwortung nach den Wahlen. Könnten Sie 3 konkrete Themen oder Felder benennen, wo Sie sagen, da möchte ich innerhalb der ersten 100 Tage etwas angehen und konkret verändern?
Also ich glaube, dass das in der Zeit, in der wir sind, schwierig ist, es auf drei Punkte zu konzentrieren. Wir werden auch dann im Verlauf des weiteren Jahres damit beschäftigt zu sein, wie wir aus der Krise herauskommen, wie es uns gelingt, wieder Wirtschaftskraft zu erlangen. Das heißt, die Frage wird sein, ob steuerlicher Entlastung, ob Spielräume, die Frage, was kann man aussetzen an Maßnahmen, an Vorgaben, um Investitionskraft in Baden-Württemberg wieder anzuschubsen, um Innovationskraft und Investitionskraft in Baden-Württemberg wieder ins Laufen zu bringen. Das hängt an Ausbildungsplätzen, hängen da dran, Arbeitsplätze hängen da dran. Ich glaube, das ist das ganz entscheidende Thema, welche Entscheidungen braucht man, wie sieht die Wirtschaft aus nach Corona, was heißt das für den Handel, was heißt das für den Handel in den Innenstädten, häufig Inhaber geführter Einzelhandel, wo müssen wir da helfen? Ich glaube, das wird das alles überlagernde Thema sein, weil da geht es um die Frage von Arbeitsplätzen, von Ausbildungsplätzen, von Zukunft und deshalb wird sich alles darum drehen, welche Entscheidungen muss man treffen, mit Berlin oder im Land eigenständig, um Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, damit wir hier vorankommen und dass wir aus dieser Krise auch zügig herauskommen, ergänzt um die Themen des Strukturwandels, Automobilzulieferung, das ist ein ganz entscheidendes Thema, wie wir diesen Strukturwandel begleiten, mit welcher Technologieoffenheit und mit Sicherheit, mit weniger Ideologie und dafür mehr Platz, mehr Spielraum, mehr Luft, mehr ermöglichen, mehr zulassen. Das sind, glaube ich, die Entscheidungen, die wir ganz dringend brauchen, um nicht in dieser Krise verhaftet zu bleiben. Gibt es aber so einen Missstand, wo Sie sagen, das ärgert mich schon immer, das würde ich gerne mal ändern, wenn ich es allein entscheiden dürfte? Also es ist schwierig, weil in der Politik können Sie nichts selber und allein entscheiden. Es sind ja immer Abwägungsprozesse, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir bei allem deutlich schneller werden. Sie haben es vorher angesprochen, die Frage, wie lange dauert alles, unsere Planungsprozesse. Ich komme aus Stuttgart, bin Stuttgarterin. Bis wir in Stuttgart einen Bahnhof bauen, das erlebst du nicht. Das sind Dinge, natürlich sind es komplexe Verfahren, aber auch die Frage, bis bei uns von der Entscheidung bis zur Umsetzung, das sind ja zum Teil 10, 15, 20 Jahre. Und da würde ich mir wünschen, dass man nicht nur darüber redet, dass wir schneller werden, sondern dass die Zeiträume wirklich verkürzt werden. Natürlich auf der Basis unseres Rechtsstaates, natürlich unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Aber da muss uns mehr gelingen. Baden-Württemberg war früher, vor 10, 15 Jahren, eine der innovationsfreundlichsten Regionen, innovationsstärksten Regionen Europas. Da sind wir deutlich abgerutscht. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und wir haben ja unglaublich kluge Leute, das wissen wir, Baden-Württemberg, das Land der Erfinder, der Tüftler. Sie wissen, der Spruch ist jetzt nicht neu, nicht viele Bodenschätze. Und wer es nicht im Boden hat, muss es in der Birne haben. Das haben wir. Aber das auch wieder loszulassen, dass daraus auch eine Idee dann wird, ein Produkt, eine Produktion mit Arbeitsplätzen, die neu entstehen in Baden-Württemberg, das sind alles die Dinge, da muss es jetzt vorangehen, weil es uns nur so gelingen wird, Baden-Württemberg in die Zukunft zu führen und den Wohlstand und den Liebreiz, den dieses Land hat, die Schönheit, die Stärke dieses Landes, ob im städtischen oder im ländlichen Bereich, wir das alles nur erhalten können, wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Weil von allein kommt es und bleibt es nicht. Das haben wir in anderen Regionen Deutschlands gesehen. Mal ein ganz anderes Thema. Das Erststudium ist ja in Baden-Württemberg kostenlos. Bei der Meisterprüfung im Handwerk, da erhalten ja die Absolventen lediglich eine Prämie von 1500 Euro. Sollte da der Staat nicht mehr unternehmen, um auch die Meisterprüfung wieder attraktiver zu machen? Ja, bin ich Ihrer Meinung. Wir haben in dieser Legislaturperiode, Sie haben es gerade gesagt, auch die Meisterprämie eingeführt, um gerade die Meisterausbildung, was eine tolle und große Herausforderung ist, zu ermöglichen. Und Sie haben recht, die akademische Ausbildung ist kostenlos in der beruflichen Ausbildung, wenn ich den Meister mache. Und wir haben jährlich in Baden-Württemberg um die 3200 Meisterausbildungen und Meisterprüfungen. Dafür muss irgendjemand zahlen, häufig der Betroffene. Das halte ich für falsch. Und deshalb, ich möchte die Meisterprüfung, die Meisterprämie gerne weiterentwickeln und bin der Meinung, dass tatsächlich der Staat die Kosten für die Meisterausbildung übernehmen sollte. Komplett. Komplett. Um die Gleichstellung zwischen akademischer und beruflicher Ausbildung, über die wir auch immer reden, für die wir gesellschaftlich werben, dieses auch hinzubekommen. Und deshalb, wenn das Studium kostenlos ist,
dann muss ich auf der anderen Seite die Hochwertigkeit unserer beruflichen Ausbildung, des Handwerks, auch das, was ein Meister leisten muss, abbilden. Und deshalb bin ich der Meinung, wir sollten die Meisterprämie weiterentwickeln und das tatsächlich zu einer kostenlosen Meisterausbildung machen, für die der Staat die Verantwortung trägt. Nur so kann ich auch wirklich deutlich machen, dass berufliche und akademische Ausbildung gleichwertig sind. Alles andere sind nur Lippenbekenntnisse. Ja, das wird unseren Handwerkspräsident Uli Bob natürlich freuen. Der wird bestimmt in Widdern gerade zuschauen bei dieser Ankündigung, wenn Sie diese Initiative dann tatsächlich dann auch forcieren. Wir haben jede Menge Leserfragen. Ich habe gesagt, ich gebe sie Ihnen mit. Vom Energiemix bis zur Forderung, dass die Kläranlagen vierstufig ausgebaut werden. Also die Menschen beschäftigen sich wirklich mit vielen, vielen Punkten. Eine Frage möchte ich noch ganz kurz bringen. Herr Kandl hat gefragt, Sie sind ja Verfechter vom G8 und der Philologenverband behauptet ja immer noch, dass viele Eltern unzufrieden sind und zum G9 zurück wollen. Was stimmt denn nun tatsächlich? Ja gut, auch da gibt es vielfältige Meinungen. Natürlich nehme ich wahr und das wird auch häufig diskutiert. Ich mache ja viele Diskussionen auch mit Eltern, G8 oder G9. Es gibt viele Eltern, die stehen zu G8. Es gibt aber auch Eltern, die sich G9 zurückwünschen. Der Philologenverband hat jetzt eine Umfrage gemacht, wo etwa 8.000, 10.000 Eltern gesagt haben, sie wünschen sich wieder von G9. Ich will es jetzt nicht bewerten, aber 18.000 Eltern von etwa 300.000 Gymnasiasten in Baden-Württemberg muss man sicher relativ sehen. Ich will es aber jetzt gar nicht kleinreden. Ich habe mich auch neulich mit den Initiatorinnen, es gibt auch eine Online-Petition G9 jetzt, ich habe mich erst kürzlich digital natürlich mit den Initiatorinnen getroffen und ausgetauscht. Wir beobachten schon das Thema G9 und im allgemeinbildenden Bereich. Man muss aber schon auch sehen, dass wir in Baden-Württemberg etwas haben, worauf wir stolz sein können, was andere Bundesländer nicht haben. Das sind nämlich unsere beruflichen Gymnasien, die klassischerweise G9 sind, wo wir eine gute Alternative anbieten. Deshalb ja, momentan ist es keine Diskussion, G9 wieder einzuführen, aber wir diskutieren das immer wieder. Wir beobachten auch, was andere Bundesländer machen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich weiterentwickelt, auch eine gewisse Offenheit zeigt. Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass wir gut aufgestellt sind mit einigen G9-Gymnasien allgemeinbildend, G9 in den beruflichen Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, die G9 anbieten, wenn sie ein Abitur anbieten. Wir haben eine gute Vielfalt und deshalb ist es zumindest momentan kein Thema. Gut, klare Aussage. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingskomplex, zu meiner Lieblingsrubrik. Was glauben Sie, was Journalisten immer am liebsten fragen bei so Wahlveranstaltungen? Also ich bin schon gespannt, weil ich habe schon gedacht, Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Lesen von Parteiprogrammen und fahre ja schon ganz begeistert nach Hause. Ja, ich bin jetzt für nichts zu schade. Ne? Also bei den Grünen lesen Sie aber eine Weile. Ne? Ja, das haben wir fürs Punkte Wochenende aufgehoben. Ja. Viel Vergnügen. Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Schäden natürlich Sie Umfragen und Koalitionsspiele, das darf zum Ende natürlich. Da bin ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Sehen Sie. Ja. Im November bei INSA lagen Sie ja mit der CDU vor den Grünen noch knapp. Seitdem hat sich das in den letzten drei größeren Umfragen gedreht, so 6 bis 7 Prozentpunkte Abstand zwischen CDU und den Grünen. Brauchen Sie wie früher, die Bayern haben ja da immer die Verfolger, sie sind ja so fußballaffin, die haben dann immer das Fernglas gebraucht, damit sie die Bayern dann an der Spitze erkennen können. Ist das auch so? Ach, das beeindruckt mich jetzt nicht so. Wissen Sie, bleiben wir beim Fußball. Spiel ist rum, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Und Tor ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Also, das sind alles so Bilder. Umfragen sind Momentaufnahmen. Natürlich nimmt man sie wahr. Aber sie sollten einen nicht beeindrucken. Weder im Guten, noch im Nicht-so-Guten. Weil wir wissen, wir leben momentan in so unsicheren Zeiten. Und die Bürgerinnen und Bürger treibt ungemein viel um. Wirtschaftliche Entwicklung, was wird aus meinem Arbeitsplatz, Ausbildungsplatz meiner Kinder, meiner Enkel plötzlich gefährdet oder wir finden gar keinen. Wie geht's weiter, wann öffnet mein Unternehmen wieder, bekomme ich Hilfen, bekomme ich keine Hilfen. Und das sind alles Themen, die die Menschen zu Recht umtreiben und sich viele Sorgen machen. Und deshalb ist es auch eine sehr individuelle Entscheidung, wie es immer ist. Und deshalb sind Umfragen nie das Spiegelbild dessen, was zwingend nachher bei der Wahl rauskommt. Und die Beispiele sind ja häufig. Man kann die letzten OB-Wahlen sich anschauen, ob OB-Wahlen in Stuttgart oder nehmen wir OB-Wahlen in Freiburg. Der Bundesvorsitzende der CDU
Armin Laschet, das ist ein wunderbares Beispiel, 2017, Nordrhein-Westfalen. Armin Laschet tritt an aus der Opposition heraus gegen die damals beliebteste Ministerpräsidentin Deutschlands, Annelore Kraft. Ja, da war aber der Stern schon ein bisschen am Verblassen. Ah, die Zahlen waren aber noch besser wie die von Winfried Kretschmann, wenn Sie doch so begeistert die Zahlen lesen. Armin Laschet lag 4 Wochen vor der Wahl mit seiner CDU 9 Prozentpunkte hinter der SPD. Und wenn ich richtig weiß, dann ist Armin Laschet heute Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und macht es gut und nicht mehr Hannelore Kraft. Ich will damit nur sagen, Wahlen sind immer das, was letztendlich am Wahltag rauskommt. Und bis dahin ist weder was entschieden, dass Umfragen immer weniger stabil sind, das wissen wir, weil Wählerinnen und Wähler, wie gesagt, immer kurzfristiger entscheiden. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, wir sind als CDU frohgemut. Wir sind gelassen, wir sind wirklich engagiert, wir verkaufen unsere Konzepte digital, auch bei Fenstergesprächen, mit Abstand auf der Straße. Da ist unglaublich viel gemeinsam, mit viel Begeisterung. Klopfen Sie da an die Fenster? Ja, das ist tatsächlich, man klingelt, also ich mache Fenstergespräche, man klingelt und dann sagt man schon, also rausgucken, wenn es geht, ja, weil man ja Abstand hält, sie stehen unten und dann übers Fenster, über den Balkon, so wie man es früher auch gemacht hat, ja, und die Leute haben Lust am Sprechen und sie haben auch Interesse an unseren Konzepten und an unseren Themen. Und vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, es sind noch knapp 4 Wochen und wir haben alle Chancen. Es gibt kein Abonnement auf Wahlerfolge. Die gibt es einfach nicht. Und die Menschen werden sich fragen am 14. März oder bis zum 14. März, wer kann dieses neue Jahrzehnt, an dessen Beginn wir ja momentan stehen, mit seinen Herausforderungen wirtschaftlich, gesellschaftlich, ökologisch, sozial, bildungspolitisch, am besten in die Zukunft führen. Und diese Diskussion wird momentan geführt und deshalb sind wir da absolut zuversichtlich und wir setzen als CDU darauf, dass wir stärkste Partei in diesem Land werden, um dann CDU-Politik mit anderen Partnern machen zu können. Aber Sie müssen es ja dann unabhängig vom Ministerpräsidenten praktisch machen, weil man dessen Zustimmungs- und Sympathiewerte sind klar, sind eindeutig diesbezüglich. Selbst unter den CDU-Wählern genießt er ja ein hohes Maß an Zustimmung. Also müssen Sie es ja irgendwo umdrehen, dass Sie es nicht gegen den Ministerpräsidenten den Wahlkampf führen, sondern für die CDU führen. Also ich glaube, dass das auch sichtlich uns gut gelingt. Wir werben für unsere Konzepte, wir werben für unsere Inhalte und wir werben für die Politik, für die die CDU steht. Und man muss ja auch mal eins sagen, es gibt ja nicht Eisenmann oder Kretschmann alleine. Ich bin Teil der CDU, ich stehe für die Werte, für die Überzeugungen, für die inhaltlichen Konzepte der CDU und Winfried Kretschmann steht für die Grünen. Und keinen gibt es alleine und deshalb muss man sich natürlich schon auch anschauen, welche Ideen und welche Konzepte haben denn die Grünen. Und wenn Winfried Kretschmann, das mich persönlich jetzt zugegebenermaßen sehr überrascht hat, im Dezember, also vor 6, 8 Wochen in einem Interview sagt, er kann sich in Berlin bei der Bundestagswahl grün-rot-rot vorstellen, also die Grünen mit einem Kanzler, Kanzlerin, der SPD und den Linken, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das kann ich mir jetzt in Berlin wahrlich nicht vorstellen, weil ich nicht glaube, dass das dieses Land voranbringt. Ich war allerdings überrascht, dass, wenn der Ministerpräsident sich das für Berlin vorstellen kann, ob er sich das womöglich auch für Stuttgart vorstellen kann. Weil es macht ja keinen Sinn, es im einen für durchaus denkbar und im anderen für nicht denkbar zu halten. Sind also die Grünen auch bereit, mit den Linken zu koalieren, wenn die Linken in den Landtag kommen? Das sind schon Fragen, die dadurch aufgeworfen werden, die dann sicher sich auch die Wählerinnen und Wähler stellen werden. Und deshalb, Beliebtheit ist jedem neidlos zugestanden, aber ich glaube, man wird dafür gewählt, für was man steht und wie man dieses Land die nächsten 5, 6, 7 Jahre jetzt in die Zukunft führen kann, wie man jetzt die Weichen für diesen Zeitraum stellt. Und da wird sicher auch um die Frage gehen, wen man für die Zukunft für geeigneter hält, die Schwierigkeiten, in denen wir jetzt stehen, mit Elan, mit neuen Ideen, mit Schwung, ohne dieses Land vollständig verändern zu wollen. Wir wollen das, was wir haben, erhalten und fortführen. Wer das aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger besser kann. Und da werden wir am 14. März das Ergebnis bekommen und nicht vorher. Wir werden ihn nach Grün-Rot-Rot natürlich fragen nächste Woche. Dann kann er das hier direkt sagen, ob das für ihn eine Option wäre. Apropos Farbenspiele, wenn Sie schon mittendrin sind in den Farbenspielen, was die Deutschland-Variante angeht, die Deutschland-Koalition aus CDU, SPD, FDP, ist die denkbar?
Also ich bin jetzt, sage ich Ihnen offen, ganz fasziniert. Also viele befassen sich ja intensiv, ich meine jetzt nicht Sie, aber auch in der Opposition mit der Frage, wer mit wem am besten kuschelt. Ich glaube nicht, dass das das ist, was die Bürgerinnen und Bürger momentan wirklich interessiert. Es gibt Sorgen, es gibt Nöte, wir haben eine große Krise. Wir werden aus dieser Krise herauskommen müssen und die Krise wird nicht einfach verschwinden. Das steht noch vieles vor uns und deshalb, wir werden entscheiden nach der Wahl. Mit dem Ergebnis, das die Wählerinnen und Wähler uns präsentieren, mit wem wir uns vorstellen können, unsere Ideen für dieses Land, für die Bürgerinnen und Bürger und deren Wohlstand, mit wem wir die am besten umsetzen können. Und da ist für uns, außer ganz links oder ganz rechts, im gesamten Spektrum jeder ein möglicher Gesprächspartner, eben außer Linke oder AfD. Und vor dem Hintergrund lassen wir doch einfach mal die Wählerinnen und Wähler entscheiden und dann reden wir darüber, welche Konzepte dieses Land wirklich voranbringen und mit welchem Partner. Aber trotzdem möchte ich nochmal konkret nachhaken, wenn es denn die Konstellation geben würde. Wir haben es ja auch bei der ersten Wahl von Kretschmann erlebt, der hatte ja auch nicht mehr Stimmen als Mappus und wurde ja gewählt, weil eben die Koalition zusammenschmieden konnte. Es könnte ja bei Ihnen gesetzt den Fall das Gleiche passieren, dass Sie, keine Ahnung, 0,5% hinter Kretschmann einlaufen und trotzdem es mit dieser Koalition funktionieren würde und Sie dann dadurch eine Mehrheit hätten und da könnten Sie sich oder würden Sie sich dann auch als Ministerpräsident wählen lassen? Sie machen das sehr, sehr clever. Ja, ich versuche es zumindest. Das machen Sie auch super, aber ich bleibe trotzdem dabei. Wir warten einfach mal ab. Die Wählerinnen und der Wähler haben das Wort am 14. März. Keine Umfrageinstitute, nicht Politiker selbst, nicht Journalisten. Wir warten einfach mal ab und danach werden wir uns zusammensetzen und bewerten, welches Ergebnis uns die Wählerinnen und die Wähler präsentiert haben. Das ist, glaube ich, das, was Demokraten machen. Und dann werden wir auch eine Lösung innerhalb dieses Farbenspektrums finden. Da bin ich absolut zuversichtlich. Da bin ich auch zuversichtlich. Ja, was macht eigentlich der Wahlkampf mit Ihnen als Mensch, auch wenn es ein ganz anderer Wahlkampf ist. Was macht der mit Susanne Eisenmann? Ach, er ist zunächst mal natürlich sehr herausfordernd. Ich habe mir auch überlegt, also natürlich fehlen einem die Präsenzbegegnungen, der direkte Austausch hier, das Publikum, ja. Sie haben digital durchaus viele Kontakte. Wir machen viele Veranstaltungen als CDU. Ich mache öffentliche digitale Veranstaltungen, wo sich jeder aufschalten kann, viele Zielgruppengespräche mit Unternehmerinnen, Unternehmern aus den einzelnen Branchen, immer mit 50, 60, 70 Leuten, natürlich mit Schulleitungen, mit Schülern, mit Eltern, natürlich mit Vereinsvorsitzenden der ganzen Bandbreite. Und sie haben da sehr viel Kontakt, weil es vielen entgegenkommt. Sie sind im Büro, machen eine Stunde eine Diskussion mit, die hätte ich im Zweifel in der Präsenz nicht vor Ort. Aber es ist deutlich anstrengender und Sie sind natürlich auch inzwischen gewöhnt, in Kameras zu sprechen, in Bildschirme zu sprechen. Das hat sich ein Stück weit verändert. Ich freue mich halt auch drauf, wieder direkte Begegnungen zu haben. Ich freue mich drauf, mich wieder mit so vielen Freunden zu treffen, wie ich will und nicht, wie es das Virus will. Mit meinem Vater, mit meiner Familie sich treffen zu können, essen gehen zu können. Das sind die Dinge, die mir genauso fehlen, wie, glaube ich, jedem anderen auch. Aber wir werden da noch Geduld brauchen und wir werden das auch nur gemeinsam durchstehen und nicht gegeneinander. Was ist denn eigentlich das größte Vor- oder Fehlurteil, das man über Sie hat? Also ich glaube, dass es nicht zutreffend ist, dass ich nicht zuhören kann, ganz im Gegenteil. Und dass ich mich auch nicht drauf einlasse auf andere Meinungen. Das ist das, was ich als ungerecht empfinden würde. Ich glaube auch, dass ich in vielen Teilen, ob als Bürgermeisterin oder auch als Ministerin, deutlich gemacht habe, dass ich viel verhandeln kann, viel Verhandlungserfolge habe, was eigentlich nur funktioniert, wenn sich alle wohlfühlen und sich auch alle wiederfinden in einem Verhandlungsergebnis. Das ist das, was mir wichtig ist, dass das die Leute spüren, dass ich sie ernst nehme und mir die andere Meinung wichtig ist. Alles andere, ach, wissen Sie, es wird viel geschrieben, wird viel gesprochen und in den Zeiten, in denen wir leben, von Social Media und ach, da müssen Sie manches über sich ergehen lassen, aber nicht nur ich, viele andere auch. Ich bin manchmal über den Ton etwas entsetzt, auch da bin ich, glaube ich, nicht alleine. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man wertschätzend und respektvoll miteinander umgeht. Auch wenn man anderer Meinung ist, dann lasst uns inhaltlich streiten mit Herzblut, aber mit Respekt und mit Wertschätzung. Das darf uns nicht verloren gehen und ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten, dass das auch nicht passiert.
kommt der Humor ein bisschen abhanden? Sie sind ja eigentlich auch ein Mensch, der, sage ich mal so, in geselliger Runde auch gern fröhlich ist. Das fehlt in letzter Zeit vielleicht ein bisschen? Ja, wenn man die Bilder gesehen hat, die Sie eingangs gezeigt haben auf dem Volksfest, ich weiß, wir haben da tolle Veranstaltungen gemacht, Sie machen da immer tolle Sachen. Naja, klar, es geht halt zurzeit nicht. Ja. Es geht bei keinem und wir sind reduziert, Kontakte reduziert, Begegnungen, kommen auch wieder andere Zeiten. Ja, aber natürlich, der Mensch ist ein geselliges Wesen, der trifft gern andere, tauscht sich aus, wir brauchen Nähe und das ist auch gut so. Und wie gesagt, ja, das fehlt mir auch, aber das kommt auch wieder ganz sicher. So, und dann sind wir schon beim Finale, bei den Satzverlängerungen. Dann lassen wir es locker ausklingen. Armin Laschet ist im Vergleich zu Friedrich Merz? Der neue Bundesvorsitzende der CDU. Das war jetzt eine einfache Vorlage. Und Sie sind der neue Fanclub-Vorsitzende von Armin Laschet. Nein, aber natürlich, wir arbeiten konstruktiv zusammen. Wir haben erst gestern gemeinsam eine Veranstaltung digital. Und natürlich, wir hatten drei starke Bewerber. Einer ist es geworden und dann ist es demokratische Pflicht, dass wir uns hier gemeinsam dann hinter ihm auch bündeln, zusammenstehen und mit Armin Laschet dieses Jahr gestalten. Und ich bin da absolut zufrieden und auch da fühle ich mich sehr, sehr gut unterstützt. Wenn ich mit Karl Lauterbach in einem Aufzug eingeschlossen wäre? Oh, das wäre... Da gäbe es jetzt ein Raunen im Saal. Ja, da muss ich jetzt gerade überlegen. Ich glaube, da käme selbst ich nicht so arg viel zu Wort. Mit Winfried Herrmann verbindet mich? Der gleiche Wahlkreis. Ein CDU-Kultusministerin unterscheidet sich von einem SPD-Kultusminister? Dass sie eben nicht 11.000 Lehrerstellen abschafft, wie das Andreas Stoch in der letzten Legislaturperiode tun wollte. Oh, da bin ich mal gespannt, was er da übermorgen dazu sagt. Von Günther Oettinger habe ich gelernt? Den Menschen zugewandte Politik zu machen, immer mit den Menschen, nie gegen sie und mit großer Toleranz Anliegen und Sorgen entgegenzunehmen. Das hat mich persönlich sehr geprägt, ja. Jens Spahn rate ich? Weiter gute Arbeit zu machen, dann kann aus ihm auch noch was ganz, ganz Großes werden. Angela Merkels Vermächtnis wird sein? Ein großes, ein sehr großes mit einer tollen Leistungsbilanz. Ein sehr großes auch in der Frage, mit welcher Ruhe, mit welcher Gelassenheit, mit welcher Übersicht sie geführt hat. Das sind ganz, 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 ganz große Schuhe, die sie im Herbst abstellen wird. Wenn Herr Rühlke morgen hier beim Wahlcheck zu Gast sein wird? Oh, dann wird er sicher mit Genuss Ihre Fragen nach möglichen Koalitionen beantworten. Soll ich da mal mehr Zeit nehmen morgen? Ja, nehmen Sie sich mehr Zeit, fragen Sie nach möglichen Ministerämtern. Da ist der Herr Rühlke schon sehr weit in seinen eigenen Überlegungen. Hoffentlich macht ihm da die Wählerin, der Wähler nicht noch einen Strich durch die Rechnung. Das schauen wir uns genau an und hören es uns auch ganz genau morgen zu. Dann sind wir ja eigentlich schon fast beim Resümee und der letzte Spitzenkandidat, der hier zu Gast war von der CDU, es war Guido Wolf vor 5 Jahren und der hat natürlich auch ein Resümee ziehen müssen und das schauen wir uns nochmal an, was er vor 5 Jahren gesagt hat. Es war schön, was willst du mehr? Guten Abend und tschüss, Herr Heer. Ach, der Guido. Also, sorry, kann ich nicht. Ja. Reime können Sie nennen. Also, ich erspare Ihnen auch Singen. Geige habe ich gelernt, aber das wollte ich Ihnen jetzt hier auch nicht vorführen. Ja. Nein, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich fand es ein spannendes Gespräch. Ich fand... die Themen, die wichtig sind, wurden auch angesprochen. Also, Herr Heer, ich komme gerne wieder. Sehr schön. Und, wir freuen uns drauf. Vielen Dank, dass Sie sich 90 Minuten Zeit genommen haben. Wir haben unsere Zeit extrem eingehalten, so wie wir das natürlich auch mit dem Ordnungsamt vereinbart haben. Nach 90 Minuten ist Schluss. Genauso wird es auch sein. Dankeschön, dass Sie da waren, liebe Weißmann. Alles Gute noch für den weiteren Wahlkampf. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, die Sie mit dabei waren, live heute Abend hier bei Stimme TV. Und natürlich auch wird es auf unserem YouTube-Kanal weiterhin abrufbar sein. Sie können alles Weitere nachlesen bei den Kolleginnen und Kollegen der Heilbronner Stimme. Valerie Blass ist heute Abend da, wird eine weitere Seite dazu übermorgen bei uns im Blatt haben, über den heutigen Abend. Morgen Abend also dann mit Herrn Rühlke bei uns hier mit dem FDP-Spitzenkandidaten. Und wie gesagt, die Häppchen und die Getränke, die wir jetzt genossen hätten, die müssen wir uns ein bisschen sparen heute Abend oder wir nehmen sie hinten in der Garderobe zu uns. Danke, dass Sie da waren. Ihnen allen einen schönen Abend und wir freuen uns, wenn Sie morgen Abend wieder mit dabei sein werden. Tschüss.
Tschüss, Ade, Wiedersehen, schönen Abend noch.